immer in der absoluten Winterruhe. Ja? Die absolute Winterruhe. Und da ist jetzt eine große, ganz eine große Aufteilung, ja, zwischen Steinobst und Kernobst. Ja? Und diese Aufteilung, die wird kaum irgendwo in einer Literatur erwähnt. In die Zeitschriften, wenn es jetzt gesagt, wenn irgendwo was geschrieben wird, darüber wird das auch nicht erwähnt. Dabei ist das eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Wer von euch hat schon ein bisschen Erfahrung mit Veredelungen? Ich glaube euch das nicht, aber. Fakt ist ja so, es ist allgemein gut, die mehr Kirschen zu essen, also das Steinobst ist so schwierig zum Veredeln. Ja? Also das, meistens haben sie dann die Ausrede, also ja, der Frühling ist so trocken gewesen und was weiß ich, oder zu kalt war es noch ein Veredeln oder sonst irgendwas. Ich kann euch versichern, Steinobst veredeln ist genauso leicht wie Apfel oder Birne veredeln. Ja? Der einzige Fehler, den die Leute machen, ist das, dass glauben, sie können Steinobstreiser genauso schneiden wie Kernobstreiser. Ja? Und das funktioniert nicht. Ja? Man kann Steinobstreiser, also Kirschen, Marillen, Pfirsich, Zwetschgen, müssen bis Ende Dezember geschnitten sein. Ja? Nur dann habe ich ein hundertprozentiges Edelweiß. Ja? Das geht so weit, also man kann das statistisch ganz, ganz gut nachweisen, bis Dezember geschnittene Edelreiser wachsen zu 100% an. Sag ich mal. Wenn die anderen Sachen richtig gemacht werden, also das normale Veredeln richtig gemacht wird, wachsen sich Edelreiser bis Dezember geschnitten, wachsen zu 100% an. Von Dezember bis Jänner geschnittene Edelreiser wachsen nur zu 50% an. Ja, das kann man wirklich mit tausenden Veredelungen, also kann man das sagen, nur jedes zweite wächst an. Gut, sage ich, in einem Privatbereich ist das jetzt nicht die große Tragik, ja, weil ich mache halt zwei Veredelungen und eine davon wächst an, passt. Ja, das ist auch so. Wenn ich von Jänner bis Februar schneide, ja, dann bin ich schon unter 20%. Ja, also da bin ich schon unter 20% und das heißt, da muss schon jede fünfte Veredelung wächst man nur noch an und das ist dann schon, sage ich mal, eigentlich überhaupt nicht mehr professionell oder sonst irgendwas. Ja. Alles, was nachher geschnitten wird, das ist ein reines Glücks. Das kann man, wenn ich Glück habe, wachsen wir alle an, wenn ich Becher wächst man kann einziges an. Ja. Aber das hat mit einer professionellen Veredelung eigentlich nichts mehr zu tun. Ja. Und wir kennen zum Beispiel das Kernobst. Ja. Beim Kernobst ist es ja so, da kann ich veredeln, ja, bis dass der Baum eben zum Treiben anfängt. Also das Kernobst ist einfach viel, viel länger im Winterschlaf. Ja, in der absoluten Winterruhe. Wenn es jetzt rausschaut, ja, die Birnen, die machen zwar jetzt die Blüten, aber die eigentlich einjährigen Reiser, also die zeigen nur nicht die geringste, sie sind natürlich verträglicher mit dem Schneiden, also sie sind weit nicht so gefährlich. Also die kann ich wirklich fast bis zur Blüte schneiden, ohne dass sie da wachsen noch immer fast 100% an. Ja? Also Kernobst kann man machen. Und da geht noch dann auch das, was da jeder verzögert, der was glaubt, der kann veredeln. Ah, da schneide ich vom Baum ab und das tue ich am Baum auf. Das funktioniert bei Apfelbirne anstandslos im Grunde genommen. Ja? Es ist, wenn man es weiß, es ist trotzdem besser, man schneidet es ein bisschen früher und legt es ein. Dass wirklich in absoluter Winterruhe sind, hat man ein bisschen Ding. Aber im Grunde genommen, wenn man sonst alles sauber macht, funktioniert eine Veredelung von Baum zu Baum bei Kernobst, bei Apfelbirne, funktioniert tadellos, also ist überhaupt kein Problem, aber bei Steinobst funktioniert das nicht. Ja. Warum ist das auch so? Ist eigentlich ganz einfach, schaut es aus, jetzt haben wir gerade ein paar Tage Frühling, kann man sagen, und alles blüht, ja, weil also das ganze Steinobst oder die Dinge oder sind kurz vor dem Platzen, also die Kirschen blühen, die Dinge, und das geht natürlich nicht von ohne, sondern die fangen Anfang Dezember an, in Saft zu gehen. Ja. Egal wie kalt das draußen ist, die fangen an, dass sie in Saft gehen, denen ist die Kälte mehr oder weniger wurscht. Und damit, sobald die ersten Frühlingstage, sobald die Temperatur ein bisschen über 10 Grad geht, dass die schon blühen können und dass die schon fruchten, weil die haben da die Frucht, die Kirsche, die fruchtet ja schon irgendwann Ende Mai die ersten oder im Juni haben wir schon die allerersten Früchte. Darum gehen die schon in Saft. Hingegen der Apfel und die Birne, die kannst du Zeit lassen, weil die fangen irgendwann im Herbst erst zum Fruchten an und die haben eben einen Austrieb viel später und die haben weit nicht so einen starken Saftdruck. Ja? Jeder, der was schneiden tut, der weiß auch, Kirschen, Zwetschgen und so, schneidet man dicke Äste nicht mehr im Frühling, weil er dann zum Bluten beginnt, ja? Und dann womöglich auswinden kann oder auf alle Fälle stark geschwächt wird. Ja?
das hat auch mit diesem Saft, mit diesem erhöhten Saftdruck zu tun, den was der Apfel überhaupt nie hat. Also der Apfel hat weit nicht so einen starken Saftdruck wie die Birne. Also den kann ich auch im Frühling große Äste abschneiden, ohne dass er mir irgendwas tut, ohne dass er da irgendwas hat. Und darum, das ist einmal ganz, ganz wichtig, also, wenn man das weiß, dann gelingt dann das Kirschveredeln und das Zwetschgenveredeln und Marillenveredeln gelingt dann genauso leicht wie beim Apfelveredeln. Also wenn einer Probleme hat mit dem Veredeln von Kirschen und so weiter, dann fragt es nach, wann er das Edelreis geschnitten hat. Ja? Ich mache das jetzt seit Jahren und es ist immer, ja? Es ist immer das, der sagt, ja, ich habe es irgendwann im Februar geschnitten. Oder, im Jänner kann man nicht so genau sagen, weil es kommt immer auf die Witterung drauf. Heuer ist sicher schlechter, weil heuer ist durchgehend warm geht. Das heißt, die sind weiter vorne. Fakt ist, man sieht es, ja, wenn es draußen beim Baum das Edelreis schneidet und es zeigt schon so grüne Spitzel, ja, die Kirsche, also die Steinobstreiser, also dann braucht es im Prinzip gar nicht mehr probieren. Ja. Warum ist das so? Wenn ich die veredelt und er fängt schon zum Treiben an, also er wird schon grün, also er ist eben nicht mehr in der Winterruhe, sondern er ist schon im Trieb, dann passiert das, dass das Edelreis versucht, diesen Austrieb noch rauszubringen, also der Baum versucht im Prinzip sich selbst zu retten, er möchte eigentlich nublieren, ne? Das schafft er eh sowieso nicht, und die ganze Kraft, die was nur im Edelreis drinnen steckt, setzt er daran, diese Knospe auszubilden. Und das ist dieses typische Zeichen, sie fangen nur an zu wachsen, man glaubt, es ist angewachsen und dann vertrocknet es. Ja? Dann ist der Saft gar vom Edelreis. Was müsste anders sein? In Wirklichkeit muss zuerst, bevor er die Augen antreibt, muss zuerst die Veredelungsstelle zusammenwachsen, weil er dann den Saft vom Baum kriegt. Ja? Und das geschieht, wenn es in totaler Winterruhe ist, dann funktioniert das. Ja? Dann wird zuerst die Wunde geschlossen, also wird zuerst das Zusammenheil gemacht und erst sobald er den Saft vom Baum kriegt, werden die Spitzen, die Triebspitzen mit Kraft versorgt, also mit Saft versorgt und dann wächst es weg und dann ist das kein Problem. Ja. Und das ist so das Typische, wenn ich kurz anwachse und dann vertrocknet es, dann habe ich einfach, ist eigentlich immer das Edelreis falsch geschnitten worden zu einer falschen Zeit. Und vielleicht fragt es ein wenig durch, also wenn irgendwer sagt, nein, der Kirschreihe ist wieder nicht aufgewachsen, hat man dann alle Ausreden. Ne? Ich habe es ja natürlich auch gerade am Anfang, ne? Haben wir gedacht, hat es Truppen gewesen oder hat es mir gefreut oder sonst irgendwas. Fakt ist, dass das fast immer einfach schuld ist, dass das Edelreis falsch geschnitten ist. Seit man, wenn du das Edelreis richtig schneidest, und dem wächst da jede Veredelung eigentlich an. Also das ist eigentlich Wecker, den können wir nicht so wirklich brauchen oder ist halt einfach nicht so positiv. Genauso hinten, wenn man so ein Edelreis anschaut, und zwar an der Basis, die allerersten, meistens sind so drei oder vier von den Augen, die sind nur sehr verkümmert, sehr klein. Und die nächsten, die was dann sind, die sind dann richtig schöne große Augen. Also die sind auch nicht so das hundertprozentige Ding. Notfalls, wenn es gar nicht anders geht, kann man es nehmen. Aber wenn ich mir es aussuche, wenn man ein schönes Edelreis habe, dann brauche ich das nicht. Ja? Und der Rest, was überbleibt, das ist die ideale Basis für uns zum Veredeln. Also das kann ich jetzt wirklich perfekt zum Veredeln von meinen Bäumen und so weiter verwenden. Ja. Wie gesagt, oben abgeschnitten, da sieht man es ein bisschen mit Blal. Das ist natürlich im Frühling hat man die Blal nicht. Warum ist es mit Blal gezeigt? Ich habe schon gesagt, Edelreiser, also von Kirschen, von Zwetschgen und so weiter, die schneiden wir in der absoluten Winterruhe. Wann ist die? Bei Kirschen und so? Wann fängt das an? Während der Frucht, also zur Ernte. So, zur Ernte. Weil da, man weiß, ein Kirschbaum, wenn ich den abernte, das sind meistens Riesenbäume von den alten Sämlingen, ja, und die idealste Ernteform ist das, von diesen Riesenbäumen, ich schneide den Wipfel runter. Weil oben sind die schönsten Früchte, die Bäume sind fast immer viel zu hoch, ja, und ich kann ganz massiv wirklich den Haupttrieb runternehmen, die kann ich dann am Boden schön beernten, und so ein Kirschbaum hat innerhalb von 3 bis 4 Jahren hat er wieder genau das gemacht, was ich da runtergeschnitten habe. Und vor allem, ich kriege dann die Frucht ein bisschen weiter runter. Also zumindest die nächsten Jahre und dann kann ich so wieder von vorn beginnen. Das kann man ohne weiteres tun. Und das geht nur deshalb, weil der Kirschbaum, wenn er zur Ernte reif ist,
ist er schon in Winterruhe. Ja? Also das heißt, da hat er aufgehört, den Baum mit Saft zu versorgen. Also er reduziert das schon ganz stark, er macht noch ein bisschen Photosynthese, aber im Großen und Ganzen, sehr oft sieht man auch, dass der Kirschbaum im Ende August, September schon ohne Blattl da steht. Ja? Wenn er nur ein bisschen ein wenig Krankheiten hat oder wenn es ein trockener Sommer ist, dann verliert er schon die Blattl, also hat schon voll die Herbstding. Das ist einfach, weil er für ihn ist die Saison abgeschlossen und er geht im Winter wohl. Und ab diesem Zeitpunkt kann man Edelreiser schneiden. Ja? Also da sind eben die Blattl oben, darum sieht man da bei den Bild das. Jetzt habe ich natürlich ein gewisses Problem. Ja? Jetzt, wenn man sich das vorstellt, also der ideale Zeitpunkt, sage ich mal, ist dann jetzt nicht unbedingt den August, ja? Weil das wäre, erstens muss ich die Blau aber dann, das ist fad. Ja, das ist also, aber der ideale Zeitpunkt ist dann irgendwann Oktober, November, wenn die Blau herunten sind von selber, ja? Dann muss ich es nicht machen. Aber da habe ich die sicherste Methode, also dass das Edelreis wirklich am perfekt ist, ist perfekt ausgereift. Und da mache ich das, da ist dann noch nicht so batzig wie im Dezember. Ne? Im Dezember kann es auch kalt sein. Oktober, November haben wir jetzt meistens schöne Herbsttage. Da kann ich das Edelreis perfekt anschneiden. Da muss man sich aber gut jetzt einmal vorstellen, wie lange muss ich die dann veredelt wird, dann bis normalerweise so, bei der, sobald die Wildkirschen blühen. Ja? Das ist so der Daumen mal Pi. Der ideale Zeitpunkt, weil da löst sich die Rinde und da gibt es so Veredelungsformen, die was leicht gängen, ja, also die was nicht so kompliziert sind wie ein Geißfuß oder was, sondern da kann ich hinter die Rinde veredeln. Also das ist so das, was die meisten Leute dann zu dieser Zeit veredeln. Das ist dann irgendwann Mitte bis Ende April. Ja. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt habe ich, sagen wir, Oktober schneide ich es, ne, dann muss ich es einlagern. Im ganzen November, Dezember, Jänner, Februar, März, April. Das heißt, ich habe einmal 6 Monate mindestens, wo ich diese Edelreiser lagern muss. Ja. Und in dieser Zeit, das ist ein lebendes Organismus, ja, der lebt, sonst könnte er nicht weiter veredeln, und den muss ich am Leben erhalten und möglichst in bestmäßiger Konsistenz, also dass das wirklich, eigentlich soll der gar nicht merken, dass er vom Baum abgeschnitten worden ist, und dass er soll glauben, er ist in Winterruhe, er ist irgendwie im Winterschlaf und wartet jetzt am Frühling. Das ist meine Aufgabe, was ich mit den Edelreis machen muss. Ja. Zwei große Probleme beim Edelreiser einlagern. Das eine ist einmal Austrocknung, ja, das ist ganz logisch, ich habe ihn vom Baum weggeschnitten, er wird nicht mehr weiter mit Wasser versorgt, er verdunstet aber, weil er lebt. Ne? Also über die Haut, über die Rinde verdunstet ständig Wasser und das muss ich mehr oder weniger schauen, dass das nicht zu viel wird. Und das nächste, das Gegenteilige, es kann verschimmeln. Ja? Wenn ich das jetzt irgendwo einlagere und es ist zu feucht, fängt es natürlich zum Schimmeln an. Das sind unsere zwei großen Kontrahenten für die Edelreiserlagerung und die muss ich irgendwie optimal halten und dann natürlich nur das, dass ich einem vorgaukeln muss, diese Edelreiser sind in der totalen Winterruhe. Also ich muss einem weiß machen, es ist Winter, damit sie nicht austreiben anfängt. Ja. Ja, wie kann ich jetzt diese Edelreiser perfekt einlagern? Also dass ich eben wirklich 6 Monate lang ohne Probleme diese Edelreiser funktionieren. Und ja, da gibt es natürlich, ich habe das nicht neu erfunden, sondern veredelt wird er schon seit hunderten Jahren. Ja, und die haben sich natürlich auch Gedanken gemacht. Und da gibt es diese Methode, dass man die Edelreiser abschneidet und dann in einen Kübel mit feuchtem Sand steckt. Ja, hat den Vorteil, dass der feuchte Sand übernimmt den Austausch vom Wasser, also das, was er verdunstet, ja, das wird über den feuchten Sand regelmäßig nachgefüllt sozusagen. Ja, also das, was normalerweise der Baum macht, macht da der feuchte Sand. Funktioniert relativ gut, ja, in guten Kellern, in guten Erdkellern war das gar kein Problem, wie sie es früher gehabt haben, weil da war eine große Luftfeuchtigkeit, also man hat so ein Ding. Den heutigen Kellern, ja, in den Niedrigstenergiehäusern, wo man ja Jagd auf Schimmelbildung und Dinge, Luftfeuchtigkeiten von 10-15% haben, ja, wo wir selber wissen, dass es eher nicht so gesund ist, da haben wir ein Problem, da kann der Sand gar nicht mehr so viel nachliefern, da ist einfach durch die Außenverdunstung und so weiter, trocknen wir die Reiser womöglich nur ein. Also das ist die beste Stelle, wo ich sowas hinstellen kann, ist bei uns heutzutage bei den neuen Häusern am ehesten nur die Garage. Da ist auch
halbwegs finster, es ist eher kühler ja, als im Keller. Unsere heutigen Keller sind da schon teilweise viel zu warm. In der Garage hat man am ehesten noch diese Sache. Da habe ich allerdings dann das Problem, irgendwann ab Februar, ja, und draußen, haben wir eh heuer auch schon wieder gehabt, wenn es draußen dann 20, 25 Grad kriegt, ja, dann habe ich da auch gewisse Probleme, dass man das macht. Und gerade die Kirschreiser, und haben wir eh schon gesagt, ne, die warten ja schon drauf, dass es Frühling ist, ja, die reagieren auf die kleinsten Dinge. Weil auf was reagiert der Baum? Warum weiß der Baum, dass Frühling wird? An was orientiert sich der? Das sind zwei große Sachen. Temperatur, Licht. Genau, Temperatur und Licht. Und zwar, bei Licht ist es so, die Lichtlänge, ja, also wenn der Tag wieder länger wird, ja, auf das reagiert der Baum einmal ganz wichtig. Das heißt, in einem Keller, in einer Garage, da kann ich das Licht relativ, also kann ich ihm das vorgaukeln, dass ihm der Tag nur kurz ist. Ja. Temperatur, das ist jetzt nicht eine spezielle Temperatur, weil draußen ist ja auch unterschiedlich. Ne? Heuer haben wir durchgehend einen warmen Frühling gehabt oder einen warmen Winter gehabt und trotzdem sind sie nicht austrieben. Ja? Sondern sie reagieren auf große Schwankungen zwischen Tag und Nacht. Ja? Das heißt, wenn es untertags kriegt es 20 Grad und auf Nacht fast Minus oder wirklich Minus. Ja? Und wenn das über mehrere Tage, mehrere Wochen in regelmäßigen Zügen ja, immer wieder mal Ding hat, dann weiß er, aha, es wird Frühling. Ja, also diese Temperatur schauen. Das heißt, wir müssen schauen, dass kein Licht nicht haben, also dass möglichst, möglichst wenig vom Licht mitkriegen. Und wir müssen schauen, dass wir Temperaturschwankungen vermeiden. Ja. Die Temperatur selber, die Kurve ist egal. Ja. Das merkt man heuer im Winter. Es war durchgehend ja warm und nicht kalt. Trotzdem treibe es nicht und treibe auch nicht wirklich um so viel früher, ein bisschen, wir sind schon zwei Wochen vorne oder was, aber jetzt nicht, er ist nicht jetzt im Dezember austrieben, sondern es geht um die Temperaturkurve und das kann irgendwo zwischen 0 Grad sein und 12 Grad. In diesem Temperaturbereich, da kann ich meine Edelreiser ideal lagern, und da, aber es muss gleichmäßig sein. Ja? Also die Konsistenz, das ist das Ausschlaggebende, wie ich es schaffe, den Edelreis im Winter vorzutäuschen. Ne? Finster und eine gerade Temperaturkurve, also wo eben keine Initialzündung gibt, dass es Winter wird. Das habe ich dann da irgendwann einmal ein Problem ja, mit dem Kübel in die. Wenn ich jetzt bald veredeln tue, ja, Leute, was wie ich, was schon was 2000 Veredelungen muss ich machen, da kann ich nicht warten bis im Mai, ja, da kann man den nicht zusammen. Das heißt, meine ersten Veredelungen mache ich trotzdem irgendwann Ende Jänner, Anfang Februar, da fange ich schon an. Da kann ich selbst Kirschreiser und so, könnte ich so lagern, ist überhaupt kein Problem nicht. Aber irgendwann ab Ende Februar, ja, da schaffe ich das in dieser Form nicht mehr, dass ich die wirklich im Winterschlaf halte. Ja. Also da würden sie mir zum Reagieren beginnen. Und viele Leute wollen halt hinter die Rinde veredeln, das heißt, irgendwann Mitte, Ende April. Da schaffe ich mit Kirschreiser das so fast nicht mehr. Ja, gibt es noch andere Methode, was auch früher sehr viel verwendet worden ist, Erdmitten. Ja, vom Gemüse kennt man das, früher haben sie Gemüse, das Wintergemüse in Erdmitten eingegraben, fast sicher, ja, irgendwo auf der Nordseite. Das kannst du eben mit Edelreiser auch machen. Kannst mit Edelreiser. Der tut wieder selber was, was ich nicht will. Dass man die eingrabt auf der Nordseite irgendwo bei einer Hitten oder sonst irgendwas eingrabt. Wenn es jetzt durchgefriert, im Boden durchgefriert, dann hat man halt das Problem, dass man nicht leicht dazu kann. Gut, die Gefahr haben wir eh in den letzten Jahren nicht mehr wirklich gehabt. Aber kann man sich natürlich vorstellen, 50 cm unter der Erde habe ich eine ganz beständige Temperatur. Es kommt kein Licht mit, also idealste Voraussetzungen. Auf der Nordseite, da kannst du draußen einmal zwei Wochen 20 Grad haben, bis das da 50 cm oben sich der Boden ändert, also die Temperatur ändert. Das dauert lang. Ja. Also das funktioniert ganz gut. Clevere Leute haben sie dann gesagt, ich grabe mir das nicht jetzt mal aus, weil das ist ein Schweinehaken. Man tut übrigens die Edelreiser bündelweise zusammen, tut sie in ein Wolltuch ja, also oder in eine Jute rein und legt so rein, dass sie nicht dreckig werden, ein bisschen Nusslaub drüber, dass die Mäuse, die Wühlmäuse das nicht zusammenfressen. Und so gelagert funktioniert das ganz gut. Da kann man wirklich bis Mai, fast bis Juni kann man die da in dieser Mitte gut aufbewahren. Findige haben die, was dann öfters ist ausgraben müssen und wieder eingraben müssen, die haben sie dann so
irgendwelche Sachen eingegraben, wie zum Beispiel da die von einem Topladerwaschmaschine an so einem Kessel oder ein Fassel einfach eingelagert, sie einkommen und dann Styrodurplatten drauf, sodass man, dass das auch gut isoliert ist. Also der gibt da, also das wird auch von Veredlern, die einige, die was ich kenne, wird das nach wie vor gemacht und mit sehr gutem Erfolg. Ja. Wir brauchen heutzutage nicht mehr ganz so kompliziert umeinander da, ja, sondern wir haben den Kühlschrank, was sich natürlich ideal eignet, weil dort haben wir genau das, was wir brauchen. Wir haben eine konstante Temperatur und es ist dunkel drinnen, also ist das das optimale Sache. Ja. Kommt man natürlich irgendwann zu der Frage, wie es bei mir war, am Anfang, ja, 10 Sorten, ja, das geht nur im Gemüsefach. Irgendwann sind es dann einmal 100 Sorten geworden. Irgendwann waren einmal 2/3 vom Kühlschrank voll mit meinen Edelreiser und wir haben keinen Platz mehr gehabt zum Ding. Und dann kommt die Frau ins Spiel, logischerweise, und sagt, so geht das nicht. Ja, jetzt habe ich halt 2 eigene Kühlschränke, wo ich nur meine Edelreiser einlagere. Das ist halt einfach ein logistisches Problem. Aber das ist natürlich ideal für die Lagerung, weil da habe ich genau die Voraussetzungen, die ich brauche für so Edelreis einlagern. Jetzt habe ich dann noch aber ein weiteres Problem, sage ich mal. Wir haben es jetzt erst in den Kühl gesehen, wie schaut so Edelreis aus? Man nimmt dann von einem Baum, meistens nimmt man natürlich genug, weil dass man die schönsten dann aussuchen kann und zur Sicherheit, also man hat dann von einer Sorte, sage ich mal jetzt, das ist vielleicht übertrieben, aber hat man so ein Bündel Edelreiser, ja, und da kann man sich vorstellen, wenn es dann, ich mache jedes Jahr 600 neue Sorten für meinen Sortengarten und diese 600 Sorten, wenn ich da jetzt mal so ein Bündel habe, wie selbst meine Kühlschränke, also da brauche ich ein Kühlhaus und kein Kühlschrank mehr, das würde das Ganze dann doch etwas überstrapazieren. Selbst meine eigenen Kühlschränke werden da sehr schnell voll und da haben wir uns etwas einfallen lassen müssen und auch nur ein bisschen optimieren, dass das Ganze nur ein bisschen besser ist. Und da haben wir eine ganz tolle Methode machen können, also mit der Zeit halt so entwickelt, mit dem wir, wie wir die Edelreiser einlagern. Also wir nehmen einmal diese Edelreiser her, wie wir es da haben. Und dann habe ich mir einfach eine Schablone gemacht. Ja. Einfach in dem Fall mit verschiedenen Größen und so weiter. Bin hergegangen und habe meine Edelreiser von dieser Sorte genommen und habe nach dieser Schablone ganz einfach abgeschnitten. Also die Größe, wie groß soll der Edelreis sein, wie lang brauche ich das? Im Normalfall heißt es, man tut so zwischen 3 und 5 Augen. Ja. Fakt ist, man richtet sich großteils einmal danach, wie gut kann ich die Schnitttechnik. Ja. Also wie gut bin ich beim Schneiden, und einer, der was sehr forciert ist, also der was oft macht, bei denen reichen so 10 cm. Wenn ich nicht so forciert bin, dann machen wir halt so 15 cm. Ja. Das ist jetzt eine reine mechanische Geschichte. Ja. Ich muss gut rollen können. Also die Länge ist so, dass ich es gut halten kann, dass ich meine Schnitte schön machen kann. Ja. Das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Weil, ich habe schon gesagt, zum Veredeln, also eigentlich brauche ich nur ein einziges Auge. Ja. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ja. Fakt ist das, dass wenn ich es 10 cm habe, ja, das was so das ideale Reis ist, wenn ich es 10 cm habe, habe ich meistens zwischen 3 und 5 Augen. Ja. Also das passt auf alle Fälle. Ja. Und ich bin jetzt, geh jetzt dem her, mache dann meine Edelreiser und mache die ganzen so eben in dieser Länge, schneide es an. Ganz, ganz brutal. Also ich schaue da auf kein Auge, auf sonst auf irgendwas, sondern schneide nur nach der Länge ab. Also da mache ich mir keine Gedanken, wie das Edelreiser so ausschaut oder sonst irgendwas, sondern habe nur meine Reiser dann so in einer ganz einer bestimmten Länge vorhanden. Da habe ich dann so ein Backel da, je nachdem wie viel das ich dann brauche, zwischen 10 und 20, also ganz zu viel ist dann auch nicht gut, aber bei 10 und 20 hat man dann ein schönes Backel. Meine Länge, ja, habe ich ganz leicht definiert. Ja. Ich habe zuerst gesagt, 600 Sorten jedes Jahr, das heißt, ich brauche 600 so Sachen dann zum Verpacken. Man tut dann zum Schluss, tut man es eben dann in einen Nylonsackerl rein, werdet ihr sehen, und bei mir war das dann die billigen Hofer-Jausensacker. Ja. Und das ist genau diese Länge, die was ich mir runterschneide, dass ich es in die billigen Sackerl kriege, weil die, wenn ich mir doppelt Sackerl kaufen muss, die kosten. Sind Sie noch bei unserem Kurs? Ja. Bitte.
Ja, der am 9. anfängt und bis am 4. Ja. Wir haben einen Praxiskurs, oder? In dieser Größenordnung. Dann geht man her, das haben wir eh schon gesagt, wenn man es dann hergeschrieben hat, und dann ganz, ganz wichtig, jetzt unser Regulator ist das, und zwar eine Zeitung. Ja, wir nehmen eine Zeitung her, das hat ganz tolle Eigenschaften, und zwar das ist unser Wasserregulator. Ja. Wir gehen einfach her und dann diese geschnittenen Edelreiser wickeln wir in eine Zeitung ein und wird dann links und rechts eingeschlagen, sodass wirklich rundum schön von der Zeitung umschlossen sind. Ihr habt gesehen, wir haben nichts irgendwie verschmiert oder sonst irgendwas. Ja. Was noch sein muss, sie müssen handtrocken sein, nicht feucht machen. Ja, ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr geschnitten habt, wenn es draußen regnet, ja, dann bitte ein, zwei Tage in die Garage legen, sodass sie wirklich ganz trocken sind. Ja. Also ja, nicht irgendwie gut meinen, und weil die meisten nicht fürchten sich, aber sie trocknen aus. Ja. Das ist nicht. Ja. Also viel eher passiert es, dass schimmelig wird. Ja. Also das ist viel mehr ein Ding. Wir haben jetzt dann diese Backer, die was eben dann logischerweise genau in mein billiges Jausensackerl da passen, wenn ich jetzt eben nicht so forciert bin und ich müsste nicht 600 Sorten machen, weil ich mir das wurscht sein, wenn es ein größer Sackerl oder teurer Sackerl nicht. Ja, vielleicht nur nicht vergessen, man schreibt dann nur einen Namen drauf, vor allem wenn man mehrere Sorten hat, ja, weil dann muss man natürlich das nachher rausfinden, dann wird es eben da eingewickelt, der Name kommt drauf und jetzt kommt es in die Sackerl wird nur so rundum gewickelt, ja. Und das reicht natürlich aus, dass die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann. Ja? Da schreibe ich jetzt dann außen nur mal im Namen drauf, weil wenn ich dreimal umgekippt habe, kann ich das nicht mehr lesen. Da kommt dann ein Gummiringerl jetzt drüber und ich habe die ideal verpackten Edelreiser. Und jetzt schätzt einmal, wie lange kann ich genau so gelagerte Edelreiser verwenden? Ich muss jetzt dazu sagen, wieder unterscheiden zwischen... Bitte? Sie haben zuerst gesagt, ein paar Jahre im Kühlschrank. Ja, genau. Ich kann das wirklich, also diese Edelreise, also zumindest diese, ich verwende sie zumindest auf alle Fälle 2 Jahre lang, ja, so verpackt liegen die im Kühlschrank und können perfekt verwendet werden. Nicht gehe durch das mit Kirschreis, also mit Steinobst. Da haben wir wieder unser Ding, diese Kirschreis, wir haben eh schon gesagt, denen ist es wurscht, wie kalt das ist oder was, die gehen im Saft, also die haben irgendeine innere Uhr und die kann ich nicht so lange austricksen. Die kann ich zwar so gelagert, zumindest fast bis August kann ich die austricksen, ja, wenn es gut einlagert. Da muss es allerdings schon fast einfrieren, ja, oder überhaupt im Frierschrank. Aber Kirschreiser, die sind so arg, wenn ich die im Frierschrank bei minus 12, minus 16 Grad einfriere, ja, fangen die im August zum Platteltreiben an. Also die fangen dann an, dass sie wirklich Plattel machen und die gefreut es dann sofort. Ne? Das ist ja klar, sobald sie zum Wachsen anfangen, die Frostgefahr ist ja immer nicht, solange sie in Winterruhe sind, haben sie sogar Frostgefahr. Erst wenn sie Platteltreiben, erst der frische Trieb, der ist ja fast gefährdet. Ja? Und so gesehen kann man es eben eine Zeit lang austricksen. Aber Äpfel, Birnen, Quitten, also das ganze Kernobst, das lässt sich austricksen, also könnte mehrere Jahre im Kühlschrank sein. Ich tue es normalerweise so maximal 2 Jahre, dass ich es verwende. Aber die nehme ich so, wie ich es da eine da habe. Ja? Nehme ich die noch 2 Jahre raus und die sind, wie wenn es gerade eine da hätte. Ja? Also wenn man mit dem Vakuum verpackt. Brauchst du nicht. Nein, ist, nein, ja, kannst du aber. Ja, ist, Möglichkeit, weil sonst ist ja auch luftdicht fast. Ne? Ja, aber wie gesagt, wenn das dreimal umwickelt ist, also ich hab jetzt teilweise hab ich diese Sackel, wo man mit diesem Verschluss ja, von Ikea oder sonst irgendwas. Ich habe ein Vakuum verkauft. Ja, genau. Du hast die Luft noch weggezogen. Ja. Richtig. Was noch ganz ein lustiges Ding ist, ja, die ersten paar Mal, also, wie wir das gemacht haben, habe ich meine Edelreise, die werden dann so in den Kühlschrank gelegt. Ja, also ich tue es dann. Die ganzen Äpfel zusammen, die ganzen Birnen zusammen wieder in eine eigene Sackerl, dass ich es halt besser manipulieren kann. Wenn man nicht so viel hat, ist das natürlich nicht so notwendig. Und habe es dann noch, was ich, noch die 3-4 Monate, wenn ich es halt dann gebraucht habe, habe ich es dann rausgetan und dann habe ich gesehen, boah, die Zeitung ist waschennass. Also wirklich komplett nass bin. Dann habe ich gedacht, habe ich jetzt nass reingetan oder sonst irgendwas, habe ich das übersehen. Habe ich es verwendet, dann habe ich es wieder reingetan. Den 2-3 Tage später, also gar nicht lang aus, habe ich dieselbe Sorten wieder gebraucht, tue es raus, ja siehe da, komplett trocken. Also die Zeitung komplett trocken. Ja, das ist dann natürlich, haben wir das über den langen Zeit beobachtet, dass das ständig schwankt, von ganz nass bis ganz trocken, und haben wir sich nicht ganz erklären können, wie das sein kann in so kurzer Zeit, nämlich, dass das so einen Unterschied macht.
und sind dann draufgekommen, dass es ganz massiv mit den Luftdruckschwankungen zusammenhängt. Ja? Du nimmst das Edelreis, kann bei Luftdruckschwankungen kann es einmal, braucht es sehr viel Wasser, dann gibt es wieder mehr Wasser ab. Ja? Und natürlich, wenn das jetzt verdunsten würde, ja, also wenn ich das nicht in einen luftdichten oder in einen wasserdichten Sackerl hätte, dann würde das verdunsten und nicht mehr da sein, wenn es wieder braucht. Ja. So reguliert man die Zeitung das ganz gut. Das nimmt man während der Zeit, wo es das Wasser abgibt, nimmt es das Wasser auf und gibt es dann sanft wieder an. Wenn ich das jetzt nur in den Nylonsackerl reintun würde, macht man das kennt man vom Kühlschrank, macht man das diese Kondenstropfen, ja, dann habe ich massiv Kondenstropfen da und es würde mir ganz schnell schimmelig werden. Weil im Kühlschrank wird dann das relativ schnell schimmelig, wenn ich so massive Wasserstellen hätte. Aber die Zeitung reguliert man das perfekt. Und ich kann nur an jeden empfehlen, was nämlich der Schlechteste ist, natürlich so ein kleines Backerl. Ja, also wenn ich da jetzt diesen Unterschied, ob ich 600 solche Edelreisebinken habe oder ob ich 600 solche kleinen Backerl habe. Also das ist ein immenser Ding. Und was jetzt dann noch dazu kommt, ich habe die ideale Vorbereitung für meine Veredlerei. Ja, ich habe eine Frage. Warum kann ich bei einem anderen Ort mit dem Sandkübel und so weiter auch vorher schon schneiden? Weil die Austrocknung dann doch noch mehr wird. Ja, also ich habe, du hast natürlich eine Verdunstung oben bei der Schnittstelle auch. Ja, also und vom Platzbedarf und von allem, also es ist einfach je kürzer, dass die Teile sind, ja, umso mehr Ausdunstung hast. Und du hast ja dann keinen Schutz in dem Sinn gegen die Verdunstung. Ja? Und du hast einfach nur mehr Oberfläche und nur mehr Dinge, es würde dann noch schneller ausdrucken. Eine kleine Rute, ja, vertrocknet dann natürlich noch viel früher als eine größere. Ja? Es ist, die Eigensubstanz ist einfach viel besser, wenn es dann im Ganzen ist. Ja. Was schon geht, ja, und was auch oft getan wird, ist, dass diese Ruten, jetzt, egal ob sie jetzt geschnitten sind oder nicht, wenn du es in ein Tuch wickelst und in den Sand reinlegst, also in den feuchten Sand komplett reinlegst, dann hast du auch diesen Vorteil von der Zeitung, dass die ganze Rute wieder mit Feuchtigkeit versorgt wird und auch die Verdunstung bei weitem nicht so groß ist. Also in so Sand, in einem Mörtertrog oder in einem Trog mit feuchtem Sand eingelegt und wirklich verschlossen, ist auch schon besser, wie nur gesteckt. Es ist halt dann komplizierter zum Ausgraben und Finden. Den Sand soll man dann ab und zu feucht machen? In einem Erdköhler hast du kaum das Problem. Also da ist im Normalbereich, dass du einmal am feuchten einen Sand feucht machst. Der hält dann 6 Monate. Der hält 6 Monate. Also, Oktober haben wir gesagt, und der hält dann 6 Monate. Im Normalfall ja. Also im Normalfall halten die wirklich 6 Monate aus. Also so einen alten Weinkeller. Ja. Also wenn du einen guten alten Keller hast, das hat damals wirklich so gut gehalten. Mit den neuen Kellern, also die was... Ja, die Hauskeller, ne? Genau, die Hauskeller, wie man es heute hat, die was einfach wirklich sehr trocken sind und da hast du keine Chance. Also da ist es einfach wirklich so, dass... Und den Weinkeller, den nimmt man auch mit dem Sand frei. Mehrfach verwende, also mehrfach brauche, weil ich halt jetzt für mehrere Leute diese Sorte veredeln will, dann sollte ja diese Kühlkette nicht unterbrochen werden. Und dazu nehme ich zum Beispiel meine Edelreiser aus dem Kühlschrank und tue es sofort in einen, entweder in eine Kühltasche, ja, mit so Akkus, oder ich tue es in einen, so einen elektrischen Kühlschrank, der was mit 12 Volt geht, da ich wirklich diese Kühlkette möglichst wenig unterbreche. Ja. Und da fahre ich dann raus und dann habe ich meinen Baum sage, okay, ich will jetzt diesen Ast da veredeln, also wurscht, dann wir da auf den rauf. Jetzt kann ich hergehen und kann mir meinen Backerl aufmachen und da habe ich jetzt jede Dicke vorhanden. Ja? Von ganz dick bis ganz dünn, also was ich halt geschnitten habe. Und da suche ich mir jetzt in kürzester Zeit das ideale Reis aus, das was mir genau dazu passt. Ja? Und ich habe natürlich die Optimalität. Das kann ich wieder sehr schnell versorgen. Ja? Also das kann ich einfach dann wieder zusammenrahmen. Was also eben sehr wichtig ist, dass eben diese Kühlkette nicht unterbrochen ist, das lege ich dann gleich wieder in meinen Kühlschrank und jetzt kann ich dieses Edelreis verwenden. Und diese Edelreis, so gelagert, wie gesagt, die kann ich wirklich bis zum letzten Millimeter verwenden. Ja? Ich hab's extra betont, zuerst kein Lackbalsam oder kein Baumwachs oder was hinten drauf da. Also es ist wunderbar, wie man sieht,
wie diese Vernarren. Ne? Man kennt das vom Baum, die Baumwunde. Und genau das machen die Edel, also auch. Ja? Wenn ich jetzt einen Lackbalsam aufschmieren würde, würde das das Reis nicht machen, weil es nicht muss. Ja? Das ist wie wenn man selber eine offene Wunde hat, ja, macht der Körper sofort einen Raum. Ja? Und genau das macht der Baum auch. Und die beste Verheilung macht der Baum selbst. Ja? Mittlerweile wissen wir ja, oder die was häufig lesen, Baumwunden, ja, ist immer die beste Methode, sich selbst zu verheilen lassen. Ja? Also diese ganzen Lackbalsam und Dingsachen, man sollte mithelfen, indem man die Wundränder glatt schneidet, ja? Aber die schönsten Verheilungen kriege ich eindeutig durch den Baum selbst. Ja? Nur bei kleinen Ausnahmen, das ist einmal die Walnuss, die was ein sehr schlechtes Wundverheilungsverhältnis hat, ja? Die was man dazu machen sollte, und die Aprikose, also die Marille, weil die Marille eine große Gefahr hat mit der Apoplexie, mit dem plötzlichen Marillentod. Ja? Die einfach durch jede Wunde sehr leicht infiziert wird. Und da ist empfohlen, dass man eben diese Lackbalsam verwendet für diese Wund, für den Wundverschluss, damit es nicht entzündet wird. Und dieser Lackbalsam hat ja ein bisschen Chemie drinnen, also Pilz, gegen Pilzinfektionen und so weiter. Also da ist es wichtig zum Zumachen. Alles andere ist viel, viel besser, man lässt den Baum selbst verheilen. Wichtig halt, wenn man mit Motorsäge oder mit Säge geschnitten hat, den Wundrand nachschneiden. Ja? Und dann kann man ja ein Jahr drauf oder zwei Jahre drauf, kann man die neue Wunde, also diesen Wulst nochmal anschneiden und schafft es eigentlich im Normalfall, also unten bis zu so einer Größe, schafft man eigentlich durch zwei-, dreimaligen Nachschnitt, dass die komplett verheilen, also komplett zumachen, ja? Indem man es einfach wieder anregt und wieder einschneidet. Aber und genauso geht es mit unseren Edelreisern, also die machen wirklich sofort eine Wunde. Und wie gesagt, zwei Jahre versorgte Edelreiser sind perfekt bis zum letzten Millimeter verwendbar zum Vergeben. Also das ist eine ganz tolle Sache, ist einfach in der Handhabung dann und ich kann wirklich, habe die perfekte Lagermöglichkeit. Ja, wie gesagt, ich tue dann eben die Äpfel in der eigenen Sackerl. Ich habe in die Unterlagen. Ach, das ist statisch. Ja, ist das Techniker, oder? Ja. Ist ein Firmen. Ist nicht notwendig. Es ist auch nicht notwendig, wie ich da geschrieben habe, noch. Also das war am Anfang lichtundurchlässige Sackerl, weil ja das Edelreis in der Zeitung ist und da kommt kein Licht nicht rein. Also das war ein bisschen zu gut meinen, sage ich mal, von der Empfehlung, muss ich mal irgendwann ändern. Also braucht man nicht einfach in eine Sackerl zu haben. Günstig von den Hundesackerl von Wien. Ja, zum Beispiel. Das ist am günstigsten. Genau. Jetzt spazieren wir also. Ja, so gelagert, wie gesagt, wenn es nicht zu ist, wenn man sie arrangieren kann, dann im Gemüsewagen, das ist im Prinzip wurscht wo, gelagert. Das war einmal der erste Teil, Edelreiserlagen. Ihr seht, für mich ein ganz, ganz wichtiger Part, und es ist wichtig, weil das wirklich der Großteil des Gelinges von Veredeln macht, dieses Edelreis aus. Also das ist, und ihr werdet es sehen, also wenn ihr dann gute Edelreiser habt, wird euch auch fast alles gelingen. Ja. Mit dem Ding kann man weit nicht so viele Fehler machen, also mit dem Schnitt, ja. Das verzeiht so viel, also, da kann man eigentlich gar nicht so bleiben. Ich sage immer, wenn ich ein Apfelreis habe und ich schmeiße von der Weide einen Baum auf, ich wachse schon fast. Also es ist wirklich das Einfachste, da ist es einfach wichtig. Gut, wir machen jetzt eine Pause, für die was die frischen Luft kann man fast nicht so, wie wenn man im gar nichts tut. Hast du nicht die Person, unter der man auch ja. Können wir vielleicht erklären, warum ist das ja so? Ja? Beim Edelreis, ja, ist ja ganz, ganz wichtig, dass man ja nie die Terminalknospe, also diese oberste Knospe, mit veredelt. Ja? Ganz egal, was veredelt und wenn das Edelreis noch so klein ist, ja, es muss immer die Terminalknospe weggeschnitten werden. Entschuldigung, Pizzen habe ich jetzt große. Also die Terminalknospe weg, und das hat einen ganz bestimmten Grund. Weiß irgendwer das? Hat nämlich auch sehr viel mit Baumschnitt zu tun. Ja? Also weil auch da hat dieses, ist es so typisch. Jeder weiß es, oder die was Baum schneiden, dann die wissen, wenn man jetzt schneidet, wenn man jetzt einen jungen Baum schneidet, oder wenn man einen Baum schneidet und man will, dass er wächst, also dass er eine Krone macht, ja,
dann ist es ganz wichtig eben immer, dass ich jeden Ast mehr oder weniger anschneide. Ja? Eben, dass ich diese Terminalknospe weggehe. Und da ist auch so, je mehr, dass ich wegschneide, ja, das ist ein typisches Schnittgesetz, je mehr, dass ich schneide, umso mehr Zuwachs habe ich. Ja? Je weniger, dass ich schneide, also wenn ich nur ein paar Zentimeter wegschneide, umso weniger Zuwachs habe ich. Ja? Und bei einem alten Baum zum Beispiel, der was in Frucht ist, also der was schon schöne Frucht hat, der will ich nicht mehr, dass er nur breiter wird, ja, weil der würde ja nicht ewig breit werden. Da darf ich ja nicht mehr anschneiden. Ja, weil da würde eben jeder Schnitt, den ich anschneide, würde erzwingen, dass der Baum wieder weiter wächst. Ja, und irgendwann, entweder habe ich den Platz gar nicht oder das nächste ist natürlich, jeder Schnitt, also jedes Wachstum, ja, nimmt man natürlich Kraft für meine Frucht. Ja? Also ich will eigentlich Frucht. Also da wird bei älteren Bäumen wird nur innen oder wird geschaut, dass nichts gegeneinander wächst und nichts, also dass schlechte Triebe ausgemacht werden. Eventuell, wenn er dann einmal wieder verkreist, ja, also wenn es so nach unten geht, dann wird an der Basis geschnitten, dass eben wieder neue Triebe, da will ich wieder ein bisschen Wachstum haben, aber im Grunde genommen wird ein alter Baum nicht mehr angeschnitten. Ja? Sieht man leider immer wieder, dass da gibt es so Baumschneider, die was scheinbar nichts verstehen, die was bei einem alten Baum jeden Ast auswickeln, ja, weil sie irgendwann einmal gehört haben, man muss einen Ast auswickeln. Das gilt nur für junge Bäume, aber da ist es eben ganz wichtig. Und das ist aufgrund dieser Terminalknospe. Diese Terminalknospe, die produziert ein Hormon. Ja, die Natur hat sich da ganz gut was einfallen lassen. Ja, und zwar ein Baum neigt er dazu, dass er einen Mitteltrieb macht und noch in die Höhe arbeitet. Ja, und wenn jetzt ein Baum diese Terminalknospe nicht hätte, dieses Hormon nicht aussenden würde, ja, dann würde er nicht in die Länge wachsen, ja, sondern er würde verbuschen. Nämlich diese Knospe, die oberste Knospe, die verhindert, dass die dahinterliegenden Knospen austreiben. Ja. Also hormonell wird verhindert, dass diese Knospen die nächsten austreiben. Sonst würde passieren, der Baum da, der hat eben zwei. Warum? Wir haben da oben diese zwei Dinge angeschnitten, das heißt beide Terminalknospen weggenommen und jetzt hat er alle Seitenknospen, die was da gleich drankommen, hat er ausgetrieben. Ja? Und dieser Zweig ist verbuscht. Also hätte eben nicht den definierten Haupttrieb. Ja? Und damit verhindert eben der Baum, dass er weiter oben, dass er immer dichter wird, ja? Sondern er schaut, dass er eben zuerst einmal einen Stamm macht. Ja? Und erst je weiter unten, dass die Knospe ist, umso eher hat es eine Chance, dass es austreiben darf, weil eben dieses Hormon, was von oben ausgesendet wird, nicht mehr so stark wirkt. Ja? Und das ist auch der Grund, warum man, je mehr dass ich zurückschneide, ja, umso mehr Kraft kriegt diese Knospe, weil dieses Hormon nicht mehr so wirkt. Ja? Und umso weiter kann ich, also umso größer ist der Austrieb, je weiter dass ich zurückschneide. Ja? Also einen jungen Baum soll man immer 50% des Neuzuwachs zurückschneiden, dann habe ich den schönsten Austrieb, also den größten Austrieb. Ja, das ist eben, das hat bei dir das Reh gemacht. Sagst danke nächstes Mal. Ich bin so gefreut, dass so schön ist, Spitzenrot und ist. Sei froh, dass es gemacht hat, wie gesagt. Ja. Hat der Arbeit abgenommen. Ja. und jetzt, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir jetzt diese Edelreiser verwenden würden, ja, wenn wir so die Terminalknospe oben lassen und es würde dort die Terminalknospe austreiben, aber die nächsten drei würden verhindert. Ja. Jetzt dann, meistens ist es oder sehr oft ist es so, dass man dann die oberste Knospe, die was als erstes austreibt, erfriert zum Beispiel, weil jetzt die Eismanner sind, ja. Oder es sitzt ja Vogel drauf, oder selber geht man vorbei und streift es an. Das heißt, es ist eigentlich sehr oft, dass genau die erste Knospe, die was als erstes zum Treiben anfängt, wegen irgendwas kaputt geht. Ja. Und dann würde aber dieses Hormon nun immer wirken, ja, und es würden wir die nächsten nicht mehr austreiben. Ja. Also wäre eigentlich schade, also das würde man eben das Ganze verhindern. Und darum kehrt diese Terminalknospe immer weggeschnitten, sodass die nächsten Knospen wirklich den vollen Austrieb kriegen, also dass die wirklich schön durchtreiben. Also ganz egal, wie klein das Ganze ist, immer die Terminalknospe wegnehmen. Ja? Also es ist zum Veredeln sehr kontraproduktiv. Ja. Kurz zu unserem heutigen Nachmittag, was wir alles schauen. Also jetzt schauen wir uns den Veredelungszeitpunkt, also wann ist die ideale Zeit? Wir haben eh schon gehört, also man kann natürlich auch außerhalb der idealen Zeit veredeln, aber wann sind die idealen Zeitpunkte? Schnittzeitpunkte schauen wir uns nicht an, das hat mehr mit Baumschnitt was zu tun. Und das sind jetzt die verschiedenen Sachen, was wir probieren. Die Kopulation schauen wir uns an, das ist der Grundschnitt, der schräge Schnitt, der was dann aufeinander gesetzt wird. Dann schauen wir an, kopulieren mit Gegenzunge,
Es ist einfach mechanische Verstärkung, ist leicht gemacht, also wenn man das rausnimmt, und ist um vieles eine sicherere Verbindung, da kann sich dann auch ein Vogel drauf sitzen. Dann das Geistfußpropfen, das ist technisch gesehen die schwierigere Form, ja, also Geistfußpropfen ist aber mit Abstand ja, die beste Form. Also mit Abstand die, wo ich die sichersten Verbindungen kriege und für Veredelungen, wo das Edelreis nicht hundertprozentig ist, weil es so klein ist, weil es nicht mehr ganz frisch ist, kann ich mit Geißfußpropfen immer nur ein gutes Ergebnis erzielen. Die meisten Profis, ja, die dann fast nur die Geißfußpropfen. Ja, also wenn du es einmal in der Übung hast, ist genauso leicht wie alles andere. Ja, also ist eine reine Übungssache. Ja. Man muss halt einmal im Trockenen mehr oder weniger üben und dann ist es genauso leicht. Okulieren, das ist Augenveredeln, kommen wir noch dazu, wie das weitergeht. Eine interessante Form, ihr werdet sehen, ist das Chippen, in Österreich kaum bekannt. Wer kennt, hat schon mal was gehört davon, ist europaweit die meistverbreitetste Veredelungsform. Nur in Österreich können wir es nicht machen, weil da eine Firma das alleinige Vertriebsrecht hat für dieses Band, was man dazu braucht. Und die verkauft nicht an Privatleute, die verkauft nur an die Genossenschaft. Spartpropfen, das ist eine typisch österreichische Lösung. Also ich habe mit der Erzeugerfirma habe ich da schon mal angestritten, aber denen ist Österreich einfach zu klein, also dass sie sich da reinmischen. Und Amazon war es nicht möglich? Amazon, nicht wirklich, also du wirst Qualität nicht bei Amazon finden, gibt dem nur in Gern, aber wir haben es mit, ja, also wir haben von Italien aber eine Bezugsquelle, mit dem wir für die Kurse, wo wir sind, für die Kurse verkaufen. Heute haben wir leider ausverkauft wir haben normal so, die gibt es in 60 Meterrollen, ja, und das ist was, da brauche ich, kostet natürlich dann 40 Euro und da kommst ewig aus, ja, und wir haben jetzt so 5 Meterrollen in Italien gefunden, die was zu 10 Euro, also das was, sage ich mal, vernünftig ist, und ist aber leider gut, das ist jetzt auch so. Wir haben gestern eine andere Lösung gehabt, wir dann halt von der 60 Meter Rolle ein bisschen was runter zum Probieren. Schaut euch das an, ist wirklich eine tolle Sache. Spartpropfen, eine alte, die älteste Form des Veredelns, sage ich euch, wird für Obstveredelung nicht mehr verwendet. Und dann das Dickrindenpropfen, sicher einer der am häufigsten verwendeten Veredelungsformen für Veredelungen auf große Schnitte, also wenn man umveredeln wird. Und dann, da wir eben nicht Dickrindentropfen, sondern wir machen das verbesserte Dickrindentropfen, weil das ist einfacher und vieles einfacher und hat eben dieselbe Wirkung. Das ist einmal so die groben Sachen, ein paar andere Sachen zeigen wir euch auch noch, also wir können auch noch machen und das ist heute der Nachmittag. Schauen wir uns die Veredelungszeitpunkte an, wann tue ich veredeln, jetzt idealerweise. Das kommt eben auf die Methoden drauf an. Da gibt es einmal dieses die Winterveredelungen, sprich, wenn ich das im Frühling, also im Spätwinter mehr oder weniger, das kann ich anfangen irgendwann von Jänner eben bis März, April eigentlich bei uns. Das ist die Zeit, bis dass sie die Rinde löst. Ja? Das heißt, wir haben ja schon gesagt, die Rinde löst sie, kann man so damit mal bisagen, wenn die Wildkirschen anfangen zum Blieren. Also wenn die ersten Blüten im Wald und so, die ersten Kirschbäume zum Blieren anfangen, ab dann kann man ungefähr hinter die Rinde propfen, das ist ja so ein Zeitpunkt, das was eben für andere machen. Also da gehört das Geißfußpropfen dazu, die Kopulation natürlich, Spaltpropfen, also das kann ich alles schon im Winter machen, ja, in der Winterzeit. Egal ja. Welches Obst. Im Prinzip egal welches Obst, es muss auch nicht Obst sein. Also wir reden wirklich von Veredelungsformen, wir reden da genauso von Ziergehölz, ich kann Rosen veredeln, ich kann Dirndrunen veredeln, ich kann Ziersträucher veredeln, ja. Ich kann einmal einen Hibiskus machen mit 6 verschiedenen Blütenformen. Also diese Arten der Veredelung, was wir da machen, die kannst du mit allem machen. Ja. Also ich kann Gurken veredeln, also das hat, die Technik ist immer dasselbe. Ja. Ich kann Tomaten veredeln, du kannst wirklich mit den Veredelungsmethoden so ziemlich jede Pflanze oder zumindest jede verholzende Pflanze oder den kannst du da mit diesen Veredelungsmethoden veredeln. Also wir reden natürlich großteils von Obstveredelung, ja, weil das die meiste Anwendung ist, ja, zumindest in unserem Gebrauch. Ja. Und dann haben wir eben die Frühjahrsveredelung, das ist eben, wenn sich die Rinde löst, ich sage eher April, Mai, ja,
Also das März, April, also das ist schon, die Folie ist scheinbar von, ein bisschen von Deutschland lastig, die haben da, sind ein bisschen weiter vorne. Da tue ich dann im Rindenpfropfen und Dickpfropfen. Im Sommer dann, sprich, da tue ich dann schon mit den neuen Augen, also mit den Neuzuwächsen, die neuen Edelreiser verwende ich da schon. Da mache ich dann Okulation, also Augen veredeln. Ganz, also was fast immer okuliert wird, sind Rosen. Ja? Also da wird das sehr stark verwendet. Dann später im August eben das Titelpfropfen, also das sehr so hinter die Rinde pfropfen ist das. Also das sind einmal so die Zeitpunkte. Wie gesagt, das ist jetzt die idealeren Zeiten, also oder wenn man es halt so normalerweise macht. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn ich ein gut gelagertes Edelreis habe, ja, kann ich mit diesem Edelreis eigentlich ganzjährig veredeln. Ja. Also das ist jetzt nicht gesagt, dass ich das jetzt unbedingt zu dieser Zeit machen muss. Das Gelingen ist liegt fast immer am Edelreis. Ja. Und wir haben eh schon gehört, also wenn ich es wirklich so gut einlagern kann, ja, und wenn ich das vernünftig einlagern kann, dann ist das überhaupt kein Problem, wenn ich das zu einem späteren Zeitpunkt mache, wo das Ding ist. Es steht und fällt, das Gelingen fast immer mit Edelreis. Ja. Das wären die Schnittzeitpunkte, die brauchen wir jetzt nicht. Kopulation, ja, der Schrägschnitt ist die Grundform der meisten Veredelungsarten. Dieser Schnitt sollte so lange wie möglich sein, also der Schnitt da dann, das werden wir heute ein bisschen üben. Es gibt eine ganz große Hindernis, dass der Schnitt gut funktioniert, und das größte Hindernis, was uns am meisten Ding macht, ist unser Kopf. Ja. Das ist, da braucht es jetzt keiner Schauer oder sonst irgendwas, das Ganze spielt sich wirklich im Kopf an, und nämlich wir haben von Jugend auf gelernt, scharfes Messer, und wir arbeiten mit scharfen Messern, also die sind Rasiermesser scharf, also mit dem Messer kann ich mir rasieren, und sind natürlich wahnsinnig gefährlich, also jetzt wirklich, ja, man kann sich sehr leicht schneiden, also die Messer brauchst du wirklich nur anheben und du hast einen Riss, mein Rissel ist ja nicht so tragisch, aber muss man auch wirklich wissen, und das hat man natürlich im Kopf. Ja. Was müssen wir jetzt tun? Ja. Wir müssen jetzt hergehen und müssen da eine Veredelung mit dem Daumen, und wenn das Edelreis dann geschnitten ist, dann liegt der Daumen auf dem rasiermesser scharfen Messer. Ja. Rein theoretisch, ich kann mich da jetzt fest hindrücken, ja, und es tut mir nichts. Ja. Nur das glaubt euch der Kopf nicht. Ja, das ist ja so. Ja, es ist es sind 120 Kilo schwere Männer, die was da stehen, und ich kann das nicht erzielen. Ja? Also das hat nichts mit Frau oder Kraft oder sonst irgendwas, das ist der Kopf. Ja? Und der Kopf arbeitet da komplett dagegen. Ja? Die stehen da und schaffen das nicht, dass das Edelreis wegerziehen können. Weil in Wirklichkeit der Kopf sagt, fürchte. Ja? Da haben wir am Anfang natürlich Probleme gehabt. In Wirklichkeit kannst du nicht schneiden, aber natürlich, wenn du einmal hin und her fährst, dann tat es dir weh. Also dann hast du sofort einen tiefen Schnitt drin und so. Und also es ist ja berechtigt. Was haben wir da? Wir haben dann die ersten Kurse, nachdem das sehr lange gedauert hat, bis dass man gesagt hat, okay, braucht sich nicht fürchten, passt. Wir haben dann die Methode gefunden mit den Schnittschutzhandschuhen. Ja? Diese Schnittschutzhandschuhe, Schnittschutzklasse 5, ganz weiche Handschuhe, perfekt, kann man ein super Gefühl, also das ist wirklich ein ganz angenehmer Handschuh. Und schaut her, es könnt sich da schneiden, also könnt ihr niederdrucken, was soll's. Mit diesem Stanley-Messer kannst du da schneiden und sonst irgendwas, es passiert nichts. Ja? Also du schaffst es das nicht, dass du schneidest. Das muss allerdings auch erst der Kopf zuerst glauben. Ja? Also es ist nicht so, dass du uns den jetzt anziehst, aber du schaffst das einfach, wir haben wirklich um eine Stunde oder zwei Stunden haben wir das geschafft, dass die Leute früher das glauben, oder dass der Kopf das wirklich glaubt, und dass du dann wirklich endlich einmal die Hydrucker draust. Ja? Und du kriegst gute Ergebnisse beim Veredeln, kriegst du eben nur, wenn du da wirklich mit dem Daumen gut mitdruckst. Ja? Also dann kriegst du die schönen Schnitte zusammen, die was wirklich lang und Ding sind, also lang und bis zum Schluss schön gerade sind, also die, was wir brauchen für eine gute Veredelung. Ja? Das heißt, diese Schnittschutzhandschuhe sind einfach für uns eine Hilfe. Und ich mache 2000 Veredelungen im Jahr, ja, also ich kann sicher und ich glaube, ich weiß, dass ich mir nicht weh tue. Ja? Und trotzdem arbeite ich nur mit Schnittschutzhandschuhen, weil bei 2000 Veredelungen, also spätestens nach der 100 oder 200, ist die Hornhaut so klein, also so wenig, dass nur die Berührung ausreicht, dass ich aber so leicht dahin blirrt. Ja, und das ist einfach lästig. Ja. Und seitdem diese Schnittschuhe, die sind angenehm zum Anziehen, man hat ein gutes Gefühl damit, und ja,
trotzdem, man kann auch ein bisschen Badger sein. Und, ja, es ist also. Ja, und warum sollte man sich blauen, wenn es anders angeht? Also seitdem nehme ich eigentlich auch ständig diese Schnittschutzhandschuhe für die, die aufpassen vielleicht. Sehr viel von euch, aber das machen wir dann in der Praxis. Und zwar, die nehmen dann das Reis so kurz, dass sie sich da stechen. Ja. Und nur was, diese Handschuhe, die sind komplett schnittfest, ja, aber überhaupt nicht stichfest. Ja, und jetzt haben wir haben schon sehr viele Kurse gemacht und wir haben halt einmal haben wir dabei gehabt, der hat sich da mit dem Daumen in den Daumen eingestochen, das hat irgendwie abgehört. Also bitte trotzdem natürlich aufhören, auch wenn es bitte beim, wenn man dann, wir sind, heute haben wir eher relativ eine weite Ding, oft sind wir enger beieinander. Wenn es umeinander geht, weil es zum Beispiel uns was zeigen wollt oder wenn anderen was zeigen wollt, bitte nehmt die Messer und klappt es zu, sind lauter Klappmesser, damit es niemand anderen wehtut. Weil wenn man sich gar umdreht, die Messer sind wirklich so, und wenn du ein bisschen ankommst, hast du schon einen Schnitt. Ja? Also da vorsichtig sein, ein bisschen gegen die anderen und natürlich gegen sich selbst. Ja, langer Schnitt, dasselbe erzeugt man dann am Baum, mehr oder weniger, also das soll so lang wie möglich sein und so muss ganz flach sein. Ja? Und das, wenn ich euch das zeige, wir werden dann die Hände bleiben bei uns fix. Beim Ding, es kann euch nämlich die, wenn es da nicht fällt, also wir lassen das, die Hand mit dem Messer, die bleibt fix da und wir ziehen nur das Edelreis weg. Ja? Also wir ziehen, dann kann nichts passieren. Ja? Es kann euch nichts passieren, es kann Ding, und vor allem das Kind sagt es überhaupt nicht schnell. Die meisten, ja, die meisten Kursteilnehmer, die was das, die was in der Aufregung und in der Ding um Land fuchteln und dann wegziehen, das geht so knapp. Und die schneiden sich fast immer, die wenn es nur Jacken ist, die was noch ein wenig dick ist, wird da, die haben da immer diese Schnitte. Das ist Shotgun. Ne? Muss nicht sein, weil wenn es verfolgt, das funktioniert auch recht gut so. Also, wenn man einfach eine fixe Stellung hat und das kann man schön wegziehen, ist es nur eine Gewohnheit. Ja? Es ist egal, wie es. Ja. Zwei so flache Schnitte und die werden dann. Einfach gegeneinander da, das Ganze verbunden und es wächst schon zusammen. Es ist, nein, das ist wirklich so. Und das Ganze veredeln. Ja, also, unsere Veredelung besteht darin, dieses Reis oder unsere Pflanzen setzen sich so zusammen. Außen haben wir die Rinde, das Braune, da, das ist ein Schutz, ja, also die schützt. Dann ist in der Mitte, haben wir den Holzteil, der ist mehr oder weniger tot, ja, also das ist zumindest hat der kein Wachstum. Und dann haben wir einen ganz feinen Teil, das ist 0,1 Millimeter. Ja. Also das ist wirklich, das ist 0,1 Zentel. Man sieht ihn so fast nicht, nur auf der schrägen Schnittfläche siehst du ein bisschen, ist dieser hellgrüne Teil. Ja. So ein ganz feiner, hellgrüner Teil. Und das ist unsere Wachstumsschicht. Ja. Und unser Bestreben beim Veredeln ist nichts anderes, als also so viel Wachstumsschicht mit der anderen Wachstumsschicht übereinander zu legen. Ja? Und je mehr das da übereinander liegt, umso schöner wächst uns zusammen, umso schneller wächst uns zusammen. Ja? Und wie wir das jetzt schaffen, das ist mehr oder weniger, ja, ist dann eben die gewisse Technik und natürlich, je länger der Schnitt ist, umso mehr Wachstumsschicht halt, was auch übereinander ist. Und da steht schon ganz unten was, da bin ich ein großer Revoluzzer. Ja? Ich habe in Klosterneuburg referiert beim Pomologentreffen, beim Internationalen, und da habe ich Vorträge gehalten über das Veredeln. Und wir kennen also die sämtliche Bücher, was es zum Kaufen gibt. Ja? Ist überall noch die Methode drinnen, mit den was mit passt arbeiten und dann nachher mit einem Baumwachs oder was verschmieren. Ja? Ist halt nicht anders gegangen, ne? Weil wir haben das irgendwie abdichten müssen. Ja? Heutzutage veredeln wir nur mehr noch. Also wird die Veredelung immer mit dieser Crepe verbunden, also mit einem Papierband wird das verbunden. Das ist der perfekte Schutz und ich brauche nichts mehr nachkontrollieren. Ja. Also das Papierband zerreißt einfach, wenn das zum Wachsen anfängt. Und der Wind holt es dann, wenn es mir nicht gefällt, kann es runtergelesen. Aber nach 3 Wochen sind unsere Veredelungen zusammengewachsen. Nach 3 Wochen, länger braucht es nicht halten und das passiert mit dem Papierband perfekt. Ja. Also ich brauche für die ganzen Veredelungen nichts anderes und auf alle Fälle kein Lackbalsam. Ja. Also auf die Veredelung. Ja. Ist ein ganz großes Tabu, dass man irgendeinen an dem macht. Das lässt sich natürlich erklären. Ja. Also kein Wachs oder was auch immer. Nein, nein. Das ist wurscht, ob das jetzt Wachs oder Pech oder was man halt früher gehabt hat. Heutzutage ist halt Lackbalsam so das Übliche, aber,
auch kein Wachs oder sonst irgendwas. Jetzt kann ich euch das natürlich, will ich das natürlich auch erklären, warum ich das so tabu bin und warum ich das ganz strikt ablehne. Also damals sind ja in, war ja ganz lustig im Kloster Neuburg, da sind diese ganzen Gruppen, die großen Baumschulen sind da, der Schreiber und die alle sind da drinnen gesessen. Und ich als so jung, spont, ich meine, ich bin eh schon alt genug, aber hab da eben gegen diese alten Methoden gewettert oder habe halt gesagt, dass das sinnlos ist, dass wir es einfach nicht brauchen und das eigentlich sehr kontraproduktiv ist. Ja? Und ihr müsst euch das vorstellen, wir haben jetzt diese zwei Schnitte, die zwei schrägen Schnitte, die was aufeinander liegen. Ja? Die liegen im Prinzip nur lose aufeinander und wir haben logischerweise, aber wenn wir schön schneiden, haben wir da einen Luftspalt. Ja? Also er ist nur ein Zehntelmillimeter dick, aber er ist ein Luftspalt. Ja? Und in diesen Spalt, wenn ich da jetzt diesen Lackbalsam schmieren würde, ja, würde man der in diesen Spalt ein bisschen einrinnen. Ja? Und genau in diesen Spalt, ja, haben wir unsere Zehntelmillimeter Wachstumsschicht. Ja? Und diese ganzen Lackbalsam und Baumwachs und so weiter, die haben da die sind da dazu gebaut, dass die Poren zumachen. Ja? Und zwar sehr massiv, damit es nicht entzünden wird und so weiter. Und die würden wir unsere Wachstumsschicht zuschmieren. Ja? Das heißt, ich vernichte mir zumindest die Hälfte meiner Wachstumsschicht. Ja? Das heißt, kontraproduktiv, ganz logisch. Ja? Also ich würde mir die Hälfte meiner verfügbaren Wachstumsschicht würde ich mir mit diesem Lackbalsam zuschmieren, ja, und habe halt nur noch die andere Hälfte da. Logischerweise sinkt die Chance des Anwachsens um ca. 50%. Ja. Und das nächste, was natürlich viel, meines Erachtens ja nur viel logischer ist, ja, es ist einfach überhaupt nicht notwendig. Ja. Wenn ich es nicht aufschmier, ist genau dasselbe oder eigentlich schlechter. Also wenn ich es aufschmier, ist es eigentlich schlechter als was nicht. Mir, weil zu was ist der Lackbalsam eigentlich früher gewesen? Dass er uns das abschließt, luftdicht, wasserdicht, damit eben diese Veredelungsstelle nicht wird, also keine Pilze reinkommen, keine Bakterien reinkommen und so weiter. Dann kommen die Bakterien rein. Nein. Also diese Klebeschicht, ja, die was da oben ist, ja, die übernimmt uns dieses Wasser und also die schließt uns das wirklich so halbwegs oder großteils eben wirklich schön an, sodass diese drei Wochen, bis das zusammenwächst, ja, dass die Wunde perfekt versorgt ist, ja, und eigentlich komplett wasserdicht und so verschlossen ist. Und das ist einfach so, also das kann man, das ist einfach über zehntausende Fehlungen, was ich mache, also bewiesen, dass das einfach perfekt funktioniert und nicht nur bei solchen Veredelungen, sondern eben auch, wenn ich jetzt so große Köpfe veredelt, ja, auch da wird nur immer noch dieser Krepp draufgetan. Ja. Weil das nächste, was noch ist, die wissenschaftlichen Forschungen, also überhaupt die Erfahrungen in den letzten Jahren haben eben ergeben, haben wir eh schon geredet, dass die Wundverheilung, ja, die beste Wundverheilung für den Baum ist immer die er selber macht. Ja. Sobald ich auf eine Wunde, ja, irgendwas raufschmier, sagt der Baum, ich brauche eh nichts da. Ja. Und reduziert die eigene Wundverheilung, diese Wulste, wie wir kennen, ja, die werden um ein Vielfaches kleiner, ja, also die eigene Wundverheilung wird um ein Vielfaches reduziert, sobald er weiß, er braucht eh nichts da, weil er hat eh, also diese Lackbalsam oder der Bambech oder das Ding übernimmt das eh. Ja. Also da hat man eigentlich auch viel schlechter. Und drum ist die eigene Verheilung, also die eigene Zellbildung, ja, die ist am besten, wenn man schöne Schnitte hat, ja, sauber arbeitet. Ja. Das ist eben dann das nächste, wo ich gesagt habe, das was ganz, ganz wichtig ist, wir machen chirurgische Eingriffe, ja. Wir machen chirurgische Operationen. Es ist nichts anderes zu erklären, es ist genauso ein Lebewesen wie mir, wenn ich mich schneide, ja, und ich lasse die Wunde offen und es kommt ein Dreck rein, dann entzündet sie sich, dann wächst es nicht gescheit zusammen. Ja. Dann kriege ich eine Entzündung womöglich. Genau dasselbe haben wir da, ja, und das muss man begreifen, wir müssen sauberst arbeiten. Ja. Und das ist auch was einfach heute, was in den Büchern so viel zu sehr vernachlässigt wird. Wir müssen schauen, dass unser Werkzeug desinfiziert ist. Ja? Und dazu gibt es halt Methoden. Die einfachste Methode ist eindeutig mit einem echten Desinfektionsmittel. Ist er so. Ja? Und nachdem wir wieder einen chirurgischen Eingriff machen, sollte man auch mit Profi oft arbeiten. Und diese Desinfektionsmittel, in dem Fall das Menoflorades, kann ich jetzt sagen, weil das ist das einzige für den Gartenbau zulässige Desinfektionsmittel. Ja?
das tötet Viren, Bakterien und Pilze innerhalb von 2 Minuten zu 100% ab. Ja? Das heißt, das ist einfach zu bedienen. Ich gehe her, bin in so einer Sprühflasche, sprühe mir mein Messer an, ich tue dann nur meine Handschuhe desinfizieren, weil dann kann ich schön arbeiten, also dann kann ich eventuell auch waschen, wenn der Handschuh halbwegs sauber ist. Natürlich wird auch die Schneidwerkzeug, also die unsere Schere und so weiter, wird desinfiziert. Damit kann ich sicher sein, dass ich keine Pilze, keine Bakterien auf meine frische Wunde kriege. Ja? Es gibt natürlich noch andere Methoden. Man kann jetzt, sehr bekannt ist der Vorlauf, der Schnaps, also vom Schnaps, der was eine gute desinfizierende Wirkung hat. Und es gibt dann noch einen 70-prozentigen Alkohol, den kriegt man in jeder Apotheke zum Kaufen. Ja? Man kann natürlich auch diese Desinfektionsmittel nehmen, die was man für zum Beispiel für die Vogelgrippe und so in die Firmen haben sie das überall aufgeklebt und das kriegst du auch in der Apotheke und vor allem auch halbwegs in vernünftigen Mengen. Ja? Also die sind auch, also diese Desinfektionsmittel sind sehr ähnlich dem. Ja? Also wann würde ich das empfehlen? Wie schaut es aus mit hochkonzentrierter Zitronensäure? Habe ich keine Erfahrung damit. Muss man nachlesen. Aber ich glaube, dass eher kompliziert ist, weil die sind relativ einfach. Also Desinfektion. Ja, würde ich jetzt selber möglich, aber kann ich jetzt nicht sagen. Also möchte jetzt gar nichts dazu sagen. Es ist auf alle Fälle, im Grunde ist alles besser wie nichts zu verwenden. Beim Schnaps und beim Alkohol haben wir das Problem, es dauert 30 Minuten, bis dass ich dieselbe Wirkung habe, was ich da habe. Wenn es wen interessiert, also wir haben diese Mittel, weil die nur in Literpackungen und 3% verdünnt, das heißt, da habe ich dann 33 Liter Ding, also brauche ich, das werde ich nie brauchen. Wir haben es in so 100 Milliliter Flaschen mit einem Pumpzerstäuber da, das kostet ein paar Euro, also wenn es da Interesse habt, das haben wir da. Wir haben auch die unverdünnte, so 100 Milliliter unverdünnt, also ist die einfachste Methode, aber wie gesagt, man kann natürlich, wenn man das nicht zur Verfügung hat. Wichtig ist nur, dass man wirklich gut und sauber arbeitet. Ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr für mehrere Leute veredelt, ja, dann ist Desinfektion nicht nur wichtig, sondern dann ist Pflicht. Ja. Weil man kann natürlich durch das, dass man in verschiedene Gärten geht, kann man Krankheiten von anderen Gärten übertragen. Also jeder, der was Baumschneiden für mehrere Leute tut, weiß, wie wichtig das ist, dass man da wirklich sauber arbeitet und einfach, man hat eine gewisse Verpflichtung gegenüber den anderen, damit man nicht Krankheiten wie womöglich sogar Feuerbrand oder sonst irgendwas in einem Garten zum anderen schleppt. Also wer da ein bisschen ein Ding hat, der weiß, dass man da sich nicht spülen darf und so. Aber auch beim Veredeln ist also eine ganz, ganz wichtige Sache, diese saubere Arbeit. Und dazu gehört auch die eigene Haut, ja, also unsere eigenen Finger, und das darf man auch nicht unterschätzen, wenn ihr einen Schnitt gemacht habt, ja, einen schönen, ja, und ihr greift ihn irgendwie an, ja, mit der bloßen Haut, ja, dann könnt ihr euch sicher sein, dass diese Schnittstelle nicht mehr schön verheilt. Ich will nicht sagen, dass es nicht zusammenwächst, aber ihr werdet dort, wo ihr sie gegriffen habt, werdet Probleme haben, dass ihr diese, dass ihr das habt. Wir haben nämlich fettige Haut, ja, mit sehr, sehr vielen Bakterien, Pilzen und so weiter, und die was wir teilweise brauchen, ja, und die sind natürlich kontraproduktiv bei Anwachs. Wenn euch das passiert, ja, geht es auf Nummer sicher, es geht, wenn man ein bisschen eine Übung hat, schneidet man einfach diesen selben Schnitt am Zehntelmillimeter oder Millimeter nur mehr nach und du hast wieder eine saubere Schnittfläche. Ja. Also das nicht jetzt riskieren, dass womöglich die Veredelung in Anwachs, nur weil ich da 1 Sekunde brauche, dass ich den Schnitt nicht mache. Wenn euch das Edelreis runterfällt am Boden, ja, am Boden haben wir Bakterien, Milchsäure, Bakterien, alles was kontraproduktiv ist für unsere Veredelung, einfach näher den Schnitt nur mit schnell nachmachen und die Sache hat sich. Ja, also das, da müsst ihr wirklich aufpassen. Das ist zusätzlich ein großer Vorteil mit Handschuhen arbeiten, ja, weil gerade bei Geißfußveredelungen, ja, wo ich dann einen zweiten Schnitt machen muss, wo ich unweigerlich fast irgendwo draufgreife, ja, mit Handschuhen, wenn ich den ein bisschen desinfiziere, habe ich schon sehr viel von der Infektionsgefahr gebändigt, also wo ich dann die Gefahr bei weitem habe, dass ich das mache. Aber das soll dann wirklich bewusst sein. Was nicht hilft, ja, was sehr oft verbreitet wird und glaubt wird, das Abflammen. Ja. Also das Abflammen, müsst ihr euch vorstellen, diese Flamme, die kurz da drüber streicht, ja, da wird ein Bruchteil der Bakterien wirklich vernichtet.
man müsste die Klinge auf 800 Grad erhitzen, damit ich eine desinfizieren, dann ist euch ein Messer kaputt. Also dann, das bringt es nicht wirklich. Also, zumindest. Ja genau, die Schneiderwolle. Also da würde ich davon abraten, also das ist, ich sage mal, nicht einmal besser wie nichts, weil das ist im Prinzip nichts. Jetzt muss ich trotzdem mal eine kritische Frage stellen. Du sagst, dass man sagt, wir halten das Messer fix und ziehen Reise noch. Mhm. Wie mache ich denn das am Baum? Naja, da geht es nicht mehr. Aber okay, da bist du dann nicht mehr in der Nähe von deinem Baum und von deinem Ding. Okay, da ist dann die Gefahr, dass das Wand schneißt, nicht mehr wirklich groß. Aber es ist natürlich, wir reden auch natürlich jetzt einmal, dass wir mal die Technik erlernen. Okay. Ich kann auch keinen, der was schon seit 5 Jahren veredelt, und in dem sage ich, er muss das Hand da herholen, ja, das versuche ich gar nicht, weil der soll so machen, wie er es immer macht, der schneidet sich auch nicht mehr. Ne? Ja. Es ist eine Hilfe am Anfang, damit man sich eben selber nicht schneidet, dann auch der Ablauf, ja, wenn du den Ablauf relativ automatisieren kannst, kannst du den Kopf schneller... Ich habe es genau umgekehrt gedacht, wenn ich es immer gleich mache, tue ich es halt leichter. Ne? Das heißt, egal ob ich es anbauen oder mit dem Reiser machen. Ja. Aber ein Baum ist sowieso immer anders. Also, okay. Der Baum ist immer anders. Ja. Okay. Einmal musst du so schnell, einmal musst du so schnell. Okay. Also da musst du dann sowieso, das ist auch dann logischerweise Übungssache, die was ich auch heute nicht hundertprozentig lernen kann. Ja. Ja. Weil, das ist die große Ding. Wenn du auf einer Leiter auf 4 Meter stehst, ja, und du musst die Veredelung da hinten machen, das ist jedes Mal anders. Also das, und da, das ist eine gewisse Übungssache, je mehr das dann machst, umso leichter fällt das. Das ist am Anfang ist das einfach blöd. Aber da kann ich euch mit bewusst sagen, was ich immer sage, die Technik, also die Ausführung von dem, wenn man die Grundlagen weiß, ja, wenn man weiß, Cambium muss auf Cambium, ja, dann ist die Ausführung, ja, dann weiß man, das muss nicht so genau sein. Ja. Also eben, das ist genau das, was ich immer sagen will. Das, was man glaubt, dass so schwierig ist, ja, diese Schneidtechnik oder sonst irgendwas, die hat den geringsten Einfluss auf das, dass es anwächst. Ja. Wenn es edelweiß passt und wenn es irgendwas, und ich weiß, ich muss irgendwie schauen, dass das Cambium auf Cambium ist, ja, wenn das nur so schier ausschaut, aber wenn Cambium auf Cambium wächst, zeigt es auch. Ja. Und das ist eigentlich das, die Technik, die was alle so großartig sagen, wie gut das nicht sind, weil es veredeln können oder sonst irgendwas, vergesst es nicht. Auf der anderen Seite wissen sie nicht einmal, dass man Tädelreise richtig schneidet. Das ist weit alles andere weit wichtig. Oder sauber arbeiten, ne? Da, die arbeiten, da denke ich mir oft, das gibt es nicht. Ne? Da wundern sie sich, wenn es einer nicht anwächst, da schmeißen sie Edelreis ab oder arbeiten mit einem Messer, das, wo sie zuerst gejausend haben. Und, ich meine, jausen kannst du nicht, aber das investieren wir es halt dann wieder. Ne? So, eine Frage habe ich noch, Kopulation. Ja. Ja. Ne? Darf ich das jetzt noch machen? Nein, das ist da ist gestanden bis maximal März. Ja. Wir haben ja schon gesagt, also es gibt so Ideale oder die ganze Kopulation kannst du an und für sich ganzjährig machen. Okay. Es geht nur ab März, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt weniger. Ja, jener bis März gestanden. Ja, also da ist die ideale Zeit für verständlich. Also die Listen müssen anders verstehen. Okay, also da ist die normale Zeit, wenn man das macht. Und, okay. Aber Kopulation wird natürlich ganzjährig gemacht. Ja. Also okay. Es ist nur so, eigentlich ist das irgendwie falsch in dieser Liste drinnen. Man sollte eigentlich eher schreiben, also hinter die Rinde und so, das geht nur ab Rinden lösen. Also es wäre vielleicht vernünftiger, wenn man das schreibt. Im Nachhinein weiterarbeiten kann ich immer mit Kopulation. Also ich kann ja im August kopulieren, wann mein Edelreis, wenn ich schlafe, Edelreis habe. Ja? Okay, ja. Mhm. Gut, dann haben wir da die Kopulation mit Gegenzunge, das ist dieser schräge Schnitt, den wir gehabt haben, nur dass da dann nur ein waagrechter Schnitt dazu gemacht wird, damit man das gegeneinander stecken kann, ist eine zusätzliche mechanische Festigkeit, und ihr werdet es sehen in der Praxis, da hält dann das Edelreis schon von allein kann sich dann eine Folie aufsitzen, ohne dass er ein Problem macht, und das ist schnell gemacht und dann wird es eigentlich im Normalfall immer dazu gemacht. Ja. Da sieht man nur die alten Veredelungsmethoden, wie sie es eben früher gemacht haben, mit Post oder mit, heute wird heute auch noch mit Gummi, gibt es so Veredelungsgummi, das ist was für Könner. Also, nein, ist eine Übungssache. Also die Baumschulen zum Beispiel arbeiten nach wie vor mit den Gummibandeln, weil wenn es wer kann, der macht das irre schnell und der verbindet das auch richtig. Der braucht dann auch keinen Lackbalsam oder was drauf. Also weil das Gummiringel schön anschließt. Mir dann, wie gesagt, mit dieser Greppe, weil das die einfachste und sicherste Methode ist. Ja, das Geißlungstropfen, das ist dieser Keil. Ja, also wir schneiden einen Keil, das ist im Prinzip zweimal die Kopulation, 90 Grad versetzt,
und das Ganze, diesen Keil müssen wir dann in unseren größeren, also das sind dann zwei verschieden dicke Äste zusammen gemacht werden, und das wird dann, der Keil wird dann da reingemacht, so wie es professionell gemacht wird, ein gescheiter Aufwand, das zeige ich euch, also da brauchst du einen Kraftaufwand, ein gescheiter. Ich zeige euch eine Methode, die wirklich jeder machen kann, also auch der, was keine Kraft hat oder kein Ding gemacht hat und wo man das Ganze schön hinbringt, wo das super gut funktioniert, da zeigen wir euch eine Methode, die was da klasse geht. Und nämlich das Geißelfoppen ist eine, habe ich schon gesagt, die sicherste Methode, und das hat einen Grund. Ja? Ich habe zuerst gehört, wenn ich zwei Teile flach aufeinander lege, ja, dann habe ich einen Luftspalt, notgedrungen, ja, weil so schön kann ich nicht schneiden, dass er ein Luftspalt ist. Das Geißfußpropfen, das ist ein Keil. Und wenn, ich sage mal das Beispiel mit einem alten Tisch, wie sie es früher gehabt haben, da haben sie seitlich so einen Keil gehabt, da ist mit dem Holzschlapfer mit draufgehauen worden und der Tisch ist wieder gescheit da gestanden, weil sie das eben verkeilt hat. Ja. Und das nutzt man so bei Geißfußpropfen. Man schneidet das schräg rein, dann setzt man das Edelreis von oben rein und dann klopft man wirklich auch mit, nicht mit dem Holzschlapfer, sondern mit dem Messer, klopft man da ein bisschen rein und diese Cambium, unsere Wachstumsschichten, die pressen sich aufeinander. Die Poren pressen sich gegeneinander, so richtig mit Druck, und es kann von Beginn an der Saft vom Baum durch diese Porenverbindung sofort das Edelreis versorgen. Ja? Also wir haben sofort eine Versorgung vom Edelreis, nur bevor es zusammengewachsen ist. Ja? Einfach durch diese Kraft werden diese Poren so stark miteinander verbunden, dass sofort ein Saftausgleich stattfinden kann. Und das ist der Grund, warum das so gut funktioniert. Ja? Und dann kann ich Edelreiser, die was zum Beispiel so ganz, ganz dünn sind, ja? Also wenn ich so ganz dünne Edelreiser habe, ja, die würden sehr schnell austrocknen. Da könnte sein, dass die drei Wochen was braucht, bis das anwächst. Ja. Und wenn ich da einen Geißfuß drauf mache, braucht natürlich eine gewisse Übung, ja, und wenn ich die dann so richtig drauf, der wird sofort mit Wasser versorgt und das vertrocknet man nicht mehr. Ja. Also da habe ich eben diese großen Vorteile. Oder ich habe einen Edelreis, das was schon ein bisschen hinüber ist. Ja. Oder ein Kirschreis, das was ich zu spät geschnitten habe, ja. Das, was wo wir gehört haben, das nimmt den Saft des Edelreises zum Versorgen vom Blatt. Ja. Und wenn ich dann aber schon einen Saft vom Baum kriege, ja, dann habe ich vielleicht die Zeit Hunger, dass man die Wachstumsschicht an- und zusammenwächst. Also das Eizerl, was man vielleicht fällt, ja, habe ich da gut gemacht mit dem Geißfuß. Ja. Er ist kompliziert, ein bisschen kompliziert zum Schneiden, aber er bringt mir eben dieses gewisse Etwas, das gewisse Verbessern. Es ist mit Abstand die beste Veredelungsform, was es gibt. Ja. Und es wird die Baumschule, also alle, die was professionell veredeln, dann 90% Geißfuß veredeln. Ja. Weil es einfach, wenn man es gewohnt ist, geht es eh schnell. Also da ist es nicht mehr Arbeit wie eine andere Veredelung. Und das hat nicht umsonst, weil man macht nicht eine schwierigere Veredelung, nicht weil es lustig ist, sondern weil man sich einfach auf Nummer sicher gehen will. Okulieren, das Augenveredeln, das ist eine Veredelung, sagen wir mal, die was etwas gewöhnungsbedürftig oder sagen wir, doch technisch etwas aufwendiger ist. Da hat man sehr viele Komponenten, werden wir in der Praxis zeigen, wo man ganz schön was kennen muss. Im Grunde genommen macht man einen T-Schnitt in die Rinde, dadurch muss sich auch die Rinde lösen. Das heißt, wir können das Ganze überhaupt erst, wird okuliert im Ende Juli, Anfang August. Ja, also das wird im Sommer gemacht. Werden zum Beispiel Rosen und so weiter werden da veredelt und da wird das auch geändert. Und was das aller Schwierigste eigentlich ist, ist das, Verbindung von Wachstumsschicht, also das was dann zusammenwächst, ist nur da in diesem kleinen oberen Bereich. Also wir haben ganz, ganz wenig Wachstumsschicht, das ist genau da, wo man dann da anschneidet. Nur da hat man eine Verbindung der Wachstumsschicht und logischerweise, also wenn du das nicht sauber machst oder wenn es da ein bisschen pfuscht, das ist halt eine Übungssache. Ja. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr gängige Veredelung, hat auch einen Grund, und zwar die Baumschulen müssen Edelreiser nach Auge kaufen, also die zahlen die Edelreiser pro Auge, und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich bei 10.000 Bäumen zum Beispiel, ja, ob ich da jetzt 5 Augen veredelt pro Veredelung oder nur ein Auge. Ja. Das nächste, was noch ist, ist das, dass die Baumschulen meistens im August sehr viel Zeit haben, ja, also da ist eine tote Zeit. Und da ist natürlich die Augenveredelung die ideale Zeitpunkt. Drum wird zum Beispiel Steinobst, ja, die ganzen Kirschen, Pfirsiche und so weiter, die werden fast alle im August veredelt mit Augenveredelung. Ja.
Natürlich, die haben das heraus und für die ist das überhaupt kein Thema, dass das schwierig ist. Wir werden sich heute dieses Chippen anschauen. Das ist ein kompletter Ersatz für das Augenveredeln, ja? Nur um das x-fache einfacher. Also es ist wirklich um das x-fache einfacher. Man schneidet genauso ein Auge raus, ja? So wie man wie bei den Augenveredeln, also es wird auch ein Auge rausgeschnitten. Und das kann ich dann x-beliebig an irgendeine Stelle meines Baums, meines Strauchs und so weiter einsetzen. Die Veredelung hat im Gegensatz zum Augenveredeln, zum Eigen, ja, der macht sich selbstständig. Im Gegensatz zu dem muss sich die Rinde nicht lösen, ja, weil ich muss diese Lasche nicht aufmachen, ja, und dazu muss ich die Rinde lösen. Also das brauche ich da nicht, das heißt, ich kann es ganzjährig machen. Das Chippen ist eine Veredelungsform, die ganzjährig zu machen ist und technisch ganz einfach zu machen. Das einzige Negative ist eben, dass man dieses Veredelungsband schwierig kriegt. Es geht durch das... Die haben sich da eine ganz klasse Sache einfallen lassen, die dann, das ist ein Silikonband, ja, und dieses Silikonband, das lässt sich auf das Achtfache seiner Länge dehnen. Seht ihr das? Bevor es einmal anreißt. Und was noch ist, das Ganze, wenn man umwickelt, ja, und übereinander legt, ja, dann braucht man es nur abreißen und das verschweißt sich von sich selbst. Also das hält dann einfach über. Natürlich ist diese, wenn man das überwickelt hat, ist das komplett wasser- und luftdicht. Das heißt, dieses Auge, das hinter diesem Silikonband ist, kann natürlich nicht vertrocknen. Also es trocknet nicht aus, bis dass das dann zusammenwächst, ist es optimal versorgt. Und innerhalb von 4-5 Wochen löst sich dieses Band von selbst auf. Durch UV-Einstrahlung. Da hätte man eine Stressfolie auch nehmen können. Ne? Ja genau, aber das geht eben nicht auf, weil ich muss nämlich oder ich kann mit diesem Band zweimal über das Auge drüber rücken. Ja? Und es fängt dann einfach, es wächst dann einfach durch dieses Band aus. Ja? Das können eben diese, es gibt mehrere Folien, ja, genau. Medizinisch gibt es was. Ja. Oder es gibt diese selbstverschweißenden Bänder in der Elektroindustrie. Das sind alle super, aber die machen genau das nicht, sie lösen sie nicht auf. Ja? Und das ist eben so gebaut, dass es sich auflöst und dadurch hat man das nicht. Es gibt, ich habe jetzt da ein anderes Veredelungsband. Das löst sich eben auch auf, also das ist jetzt, das muss ich gerade testen, ja, das hat im Prinzip genau dieselbe Eigenschaft, also es ist ein bisschen fester, ich weiß nur noch nicht, wie gut dass das Auge durchwächst, ja. Ob das sich schnell genug auflöst, also das habe ich gerade in Ding, das wäre um einiges billiger wie dieses Tapari-Tape, und also das schaut mir jetzt sehr gut an, aber das muss ich erst testen, das habe ich gerade vor einem guten Monat habe ich das einmal gekriegt, ist ganz neu am Markt, also das schaut mir recht gut an. Aber das sehen wir schon. Weil da kostet nämlich dieses große Band ungefähr das, was das 5 Meter, also kostet das ungefähr 12 Euro, also das wäre eine super Sache. Schauen wir mal. Schauen wir immer auf die Dinge. Ja, Chippen, da kann ich, warum das jetzt so klasse ist, dieses Chippen, ich kann Spezialveredelungen machen. Ja? Ich glaube, heute haben wir eh schon über Weinveredelungen so geredet. Ja? Warum ist Weinveredelung relativ schwierig? Wein und Kiwi, und zwar die haben Hohlleiter, die sind innen hohl. Ja? Und wenn, sobald ich diesen Hohlleiter anschneide, habe ich sofort Pilze und Bakterien drinnen und das macht mir meistens meine gute Veredelung. Die Veredelung wächst noch an, aber nachher dann habe ich Probleme meistens mit irgendwelchen Krankheiten, die was sich da in diesen Hohlkörper entwickeln, weil da Flüssigkeit reinkommt oder sonst irgendwas. Und das habe ich da beim Chippen nicht. Da tue ich nur ein Auge auf der Oberfläche rein, ja? Und ich kann zum Beispiel für meine Kiwi, für meine weibliche Kiwi, tue ich mir einen Ast männliche Kiwi auf. Ja? Und ich habe meine zwei Kiwi da und das funktioniert da los. Genauso beim Wein, ganz einfach zum Veredeln, also, und es wächst wirklich fast alles an. Wie groß darf denn das Auge sein? Das ist komplett wurscht. Also wir nehmen einfach von unserem Edelreis, das was wir haben, ja, wird da so 1 cm oberhalb und 1 cm unterhalb. Jetzt habt ihr schon ein bisschen austrieben, nicht? Naja, das ist halt nicht. Also wir reden nach wie vor von Edelreisern, die was wir gut eingelagert haben. Ja. Also ausgetriebene Reiser sind auch für sowas nicht wirklich zu brauchen. Ja. Also da wir müssen wirklich für also, gut gelagerte Edelreiser verwenden. Ja. Die Technik ist einfach gemacht. Wie gesagt, das Einzige, was wirklich problematisch ist, die Beschaffung von dem Band. Aber im Grunde
wie gesagt, über uns kann man es auf alle Fälle in vernünftigen Sachen beziehen. Wir schauen uns kurz das Spalttropfen an. Ist früher die erste Methode, also die früheste bekannte Methode von Veredelungen gewesen. Da sind die Mönche, gibt es Bilder mit großen Hacken und mit Hammer sind sie ausgegangen, da haben sie dann die Bäume abgesägt und dann haben sie Tag angesetzt und haben mit dem Hammer draufdroschen, dass sie sich gespalten hat. Und dort haben sie dann links und rechts haben sie dann ein Edelweiß gemacht und das Ganze ist dann mit Pech verschmiert worden. War ganz gut, ist gut angewachsen. Ja. Was ist passiert, wenn der Baum größer geworden ist? Ja, das waren dann die Hauptäste. Und die sind womöglich dann voller Äpfel gewesen und dann hat sie dann nach der Reihe hat sie dann die Äpfelbäume in der Mitte auseinandergerissen, weil dieser Spalt, der Holzteil, der wächst nicht mehr. Ja? Also der, und der, das war immer ein statisches Problem und wenn da mehrere hundert Kilo auf so einen Baum hingekommen sind, hat sie dann das wirklich auseinandergerissen und es hat dann bessere Methoden haben sie dann eben entwickelt und haben sie dann eher durchgesetzt. Wo wird es trotzdem verwendet? Nach wie vor wird es verwendet in der bei der Bären, beim Bärenproduktion und beim, oder bei den Ziergehölzen, bei Hochstammrosen zum Beispiel, ja, wo die Kraft eben keine Rolle spielt. Wir machen zum Beispiel ganz einfach also Hochstammriesel oder Hochstamm Stachelbärbäumchen kann man mit den ganz toll machen, ganz leicht machen. Man geht einfach her, nimmt eine Goldjohannisbeere, wird als Unterlage genommen, das ist ein Zierstrauch, ja, der blüht gelb, schaut aus wie ein Riesel. Und blüht aber gelb, wird in die, also gibt es bei den Bäumen schon als Ziergehölz, weil es schön blüht, und macht schöne gerade Ruden, ja, das ist der Vorteil, da recht dicke gerade Ruden, die schneidet man einfach ab am Boden, steckt sie in die macht sofort Wurzeln, ja, und dann geht man her und tut da, schneidet es an, macht einen Spalttropfen, also einfach mit dem Messer einen Schnitt rein, und dort tut man dann links und rechts am besten gleich also ein kleines Astal, also ein verzweigtes Astal von einer Riewiesel rein, ja, schneidet man einfach so einen Keil, also wird einfach ein Keilchen eingesteckt, mit dieser Kreppe umbunden und ich habe so eine Hochstammriewiesel-Pflanzl. Ja. Das wird dann ein, zwei Jahre wird das so ein wenig geschnitten, dass sie sich verdichtet und du hast eine Riewiesel oder ein Stachelbär, kann man da wirklich ganz klasse machen und das ist ein schönes Geschenk, wenn man das wenn man macht. Also das freut sich ja jeder drüber, wenn man da. Also man kann man schwarze, rote Riewiesel, jede Arten von Stachelbeer kann man drauf veredeln auf diese Sachen und geht ganz klasse. Das ist die Spalttropfen, die schauen wir uns kurz an, ist aber einfach gemacht. Das wäre das Dickrindentropfen, ja, wie man es früher gemacht hat, das war relativ kompliziert, man hat da zwei Schnitte runter gemacht, hat die Rinden runtergelöst. Dafür hat man dann das Edelreis, da haben sie dann noch so Stufen eingeschnitten, das was schon alleine blöd ist, also kompliziert ist. Das hat genau zu dick sein müssen, wie dieser Schnitt. Meistens ist er da dann zu bohrt worden, weil da hat man es aber jetzt gut gemacht. Ist verwendet worden eben, oder verwendet man eben, wenn man auf dicke Schnittstellen, also wenn man Baumumveredelungen oder sonst irgendwas macht, verwendet man das heutzutage. Macht man das einfacher und vieles einfacher. Wir machen nur noch eine Seite auf, ja, also es wird nur noch eine Seite von der Rinde gelöst und dann wird der ganz der normale Kopulationsschnitt, ja, schräg geschnitten. Wir öffnen da noch die Rinde, dass die das Wachstumsschicht rauskommt. Die steht dann da bei der Wachstumsschicht von unserem Baum an. Ja, also da stehen ganz zusammen, also wir haben schon eine schöne Abdeckung. Hinten wird, bei der Spitze wird hinten noch eine Wachstumsschicht freigelegt und ich zeige euch, wo man nur ein bisschen noch was zusätzlich machen kann. Und das wird einfach von oben reingeschoben. Ja, also das ist sehr schnell gemacht, ja, was auch gut ist, weil es soll ja, eine Veredelung soll ja schnell gemacht werden. Ja, es muss sich halt die Rinde lösen. Ja, also, das heißt, wir sind irgendwann Ende April. Ja, also wir müssen Edelreis haben, die was noch Ende April gut schlafen, also gut gelagert worden sind. Ja. Ja. Das war jetzt im Groben und Ganzen das, was wir heute Nachmittag in der Praxis üben, im Schnelldurchlauf. Ich sage mal, das ist was, was man üben muss und bei einem Bügel schaut alles schön aus, aber schaut so einfach aus, ja. Wir haben jetzt da noch eine was wir versuchen, ist eben die Kopulation und dazu braucht man machen wir einen möglichst langen Schnitt, damit wir möglichst viel von den Kammen, von der Wachstumsschicht freilegen. Ja. Und unsere Grundstellung ist einmal das, dass das Messer, ja,
parallel zu uns, also zum Boden, schaut und waagrecht um mich steht. Ja? Wir tun das Messer nicht so, wir tun das Messer nicht so, ne, Loch nicht. Ja, ich. Loch nicht. Ich versprich, dass das so ist. Ja, ich halte sicher so, der Eltern habe ich ja gar nicht. Ich betone das nicht mehr gar nicht so. Aber in der Aufregung des Gefechts wird genau das gemacht, was ich jetzt sage. Also das heißt, wir schauen, dass es waagrecht ist. Wir schauen das Ding. Wir nehmen das Messer ziemlich weit vorne, ja? Also beim ziemlich weit vorne, sodass der Daumen ziemlich genau in der Mitte der Klinge hinklappt. Und da drucken wir dann im Endeffekt, ist zum Schluss der Druckpunkt direkt des Daumens direkt auf der Klinge. Ja? Das ist für uns die einfachste Methode, also mit denen kriegen wir die schönsten Sachen zusammen. Und jetzt legen wir dieses Edelreis, ja? Das wird jetzt da gerade draufgelegt, über die ganze Klinge. Ja? Und ihr könnt euch dann vorstellen, wenn sich das dann vom Querschnitt anschaut, wir kriegen dadurch einen einzigen geraden Schnitt, ja? Einen langen geraden Schnitt, der was wird da automatisch, wenn wir das machen. Und im Endeffekt drucken wir jetzt das Edelreis da drauf, das reicht natürlich nicht aus, sondern wir müssen gleichzeitig zum Drücken, müssen wir noch wegkazieren. Ja? Und schaut euch das anschaut, das ist natürlich jetzt sofort die optimale Form, genau das wollen wir haben. Ist ganz leicht. Habt ihr gesehen, während dem Schneiden sagt der Kopf, lernen ist, schneidet sich ihn dann. Ja? Und das ist, wie gesagt, das können große, schwache Männer, die was wirklich Kraft haben und die was sich sicher was trauen, schaffen das am Anfang nicht. Ja? Die stehen da und ziehen dann so und können das nicht erzielen. Ja? Das hat überhaupt im Prinzip nichts mit Kraft zu tun. Ja? Und wenn man zwei so schöne gerade Schnitte hat natürlich und die passen dann perfekt übereinander, ja? Also die klingen dann schön beieinander und die zwei Schnitte, die haben dann eben eine schöne Kambiumverbindung, also eine schöne über die ganze Länge Wachstumsschichtverbindung und dann habe ich natürlich auch automatisch ein gutes Wachstum. Also das wird dann zusammenhalten. Also das ist einmal die erste Übung, was wir machen vom Ding her. Was wir dann gleich drauf machen, halt das ein bisschen mit. Entschuldigung. Wenn wir dann das haben, dann machen wir diese Kopulation mit Gegenzunge und dazu setzt in der Mitte den Mittelteil, also den inneren Kern. Ja? Und am Ende des Kerns, ja, also dort wo der Kern aufhört, das ist im oberen Drittel, ja, da setzen wir das Messer an und jetzt brauchen wir ein wirklich gut schneidendes Messer, ja, weil sonst rutschen wir weg. Wir tun hinten den Zeigefinger hin. Ja? Es hat nämlich da vorne, darf kein Finger sein, weil sonst kommt es sich ganz leicht schnell. Ja? Wir setzen das Messer da oben an, der Zeigefinger bleibt hinten, der Daumen legt sich da auf die Klinge und wir tun jetzt mit ganz leichten Wippbewegungen, ja? Ohne Drucken. Also wirklich, das geht ganz von allein. Ja? Nur so seht ihr, das ist ohne irgendeine Kraftanstrengung, einfach nur hin und her wippen, arbeitet man das Messer da rein. Sobald sie da drucken anfängt, geht es auf einmal ratsch und ihr habt das Messer beim Bauch. Ja? Man schneidet sich nicht. Wenn da ein Finger vorne wäre, ja, weil man will das irgendwie da holen, ja? Wenn da ein Finger vorne wäre und es rutscht durch, schneidet es euch. Ja? Das heißt, kein Finger da vorne, dazu müsst ihr aber auch das Edelreis zuerst anschneiden, weil wenn das nämlich so lang ist, ja, dann biegt sich das Ganze und das könnt ihr das nicht machen. Das heißt, wir schneiden das Edelreis so, wie es dann im Normalfall ist. Also den Schnitt könnt ihr noch vorher machen und dann schneidet sich das ab und dann macht ihr diese Gegenzunge da. So weit, bis dass das Messer verschwunden ist. Ja? Also bis zur Stärke vom Messer genau so weit schneiden wir rein. Und wenn wir sich das jetzt da so anschauen, dann ist dieser Schnitt parallel zum Edelreis. Ja? Also so parallel danach. Wir schneiden nicht nach hinten, weil sonst ist auf einmal das Kapperl weg und man schneidet nicht nach vorne, weil da rutscht es sowieso weg. Ja? Das hat man schnell heraus. Also das warten wir gleich. Hier und am Anfang passiert es nur, dass man das Messer besser ansetzt, dass man nach hinten schneidet. Ja? Das merkt ihr eh gleich. Aber dann, ja? Und da ist es immer wichtig, dass man die Finger wirklich weggetan hat. Messer, den Zeigefinger dahinter, den Daumen da drauf, der hilft uns dann beim Wippen mit. Ja? Und dann tun wir da so leicht hin und her, bis dass das Messer verschwunden ist. Und diese zwei Gegenzungen heißen die dann, die werden jetzt dann von vorn einfach zusammengeschoben. Ja? Und jetzt habt ihr da schon was gesehen, da habe ich natürlich absichtlich ein bisschen ein kleineres genommen, Edelreis. Man kann kopulieren auch mit verschiedenen starken Edelreisen, ja? Also mit verschiedenen starken Sachen. Und dann muss man allerdings schauen, dass eine Seite
ja, schön zusammen ist, die zweite Seite ist dann wurscht. Ja. Also wichtig ist, dass eine nicht vor lauter guten Meiner irgendwo mitten da und dann ist überhaupt weder links noch rechts das Cambium-Überdeckung, ja. Weil es fängt dann irgendwo da fängt es zum Wachsen an. Sobald es einmal irgendwo zusammenwächst, wächst es nämlich auch das da um. Ja. Und was mir jetzt nun ganz wichtig, was ich nur sagen muss, ist das, wir dann bei jeder Veredelung, ja, müssen uns zum Schluss ein Spitzel grün ausschauen. Ja. Wenn wir das jetzt da hinten zum Beispiel haben wir das nicht, da ist das, ja, der Rindenteil geht da über das drüber, also Rinde über Rinde, seht ihr es, im Gegensatz zu da, da sieht man eben das, die Spitze raus. Und wenn das der Fall ist, dann würde es, wenn es jetzt zum Wachsen anfängt, würde das da zuerst einmal wachsen und dann möchte sich das da oben verbinden, kann nicht, weil da die Rinde ist, über die Rinde kann es nicht drüber wachsen. Jetzt kriegen wir so Knädeln. Ja, da kommen dann diese großen Knädel, die was dann schier ausschauen, ja, wie es zur Zahn gewachsen, aber es schaut aus wie unser Krebsgeschwür oder sonst irgendwas. Und das können wir ganz leicht verhindern, indem wir dann einfach da ein Stückchen anschneiden, sodass das Spitzel sichtbar wird. Jetzt haben wir hinten und vorne ein Stückchen Spitzen auszuschauen. Genauso soll es sein, dann kriegt es eine wunderschöne Veredelung, die was in zwei Jahren nicht mehr zum Sehen ist. Ja? Also wenn du das machst, kriegst du ein super Ding. Bei den Obstbäumen sieht man das sehr oft, wenn du am Boden hast, dann diese Knäle, ne? Meistens eh bei den eher billigen Bäumen, die dritte Wahl, das ist dann, wenn sie bei den Veredeln einfach da nicht gescheit geschaut haben und das nicht schön gemacht haben. Ja? Das Zusammenstecken habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, weil das... Ganz einfach, ja, ich ziehe mir das so, weil da habe ich genauso diese Hohlkehle oder was, sondern ich lege genauso das Messer da drauf und den Daumen, drücke mit dem Daumen drauf und dann, in dem Fall kann ich halt nicht das Edelreis wegziehen, weil das wäre mein Bein, sondern in dem Fall ziehe ich halt dann das Messer weg, ja, und ich habe meine schöne gerade, wirklich gerade, denn warum ist das gerade, ist ganz klar, weil die ganze Messerlänge automatisch auf einmal durchschneidet, ja. Wenn ich so bin, habe ich nur ein kleines Stück, ja. Und so, wenn die ganze Länge auf einmal schneidet, da habe ich natürlich dann, das muss auch gerade sein. Ja? Also das wird automatisch gerade, weil eben die Klinge gerade ist. Und das ist auch das, warum es mit den Ständemessern nicht so gut geht, weil die Ständemesser würden sich in diesem Fall einfach biegen und zudem brauche ich ein massives Messer. Ja? Also es ist leichter halt mit unserem Messer. Und dann, da brauche ich nicht schauen, wo da das Auge ist oder was ich da irgendwie schneidet. Vergesst es generell. Bei den ganzen Veredeln, dass sich irgendwie belastet mit irgendwelchen Augen, dass die irgendwo sind oder irgendwie passen oder sonst irgendwas. Veredelt es ganz einfach euch Edelreis und dann, wenn es veredelt habt, dann kann man schauen, gibt es ein passendes Auge, auf das ich hinschneide, ja, weil zum Schluss muss man eh nochmal das ein bisschen nachschneiden und das wird dann nur verbunden. Und dann habe ich die Chance. Fakt ist das, wenn ich da veredelt, ja, und ich habe das Auge genau auf der richtigen Seite. Ja. Und das treibt man aus. Und meistens ist es dann so, es gefriert mir, ein Vogel sitzt sich auf, ich starf oder irgendein, die Kinder spielen, dann Fußball spielen oder Denker und schießen mir das. Aber im Endeffekt ist es so, dass sehr oft genau das Auge, was so ideal passt hätte, ja, dass das irgendwie kaputt wird oder es trocknet man zurück. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und austreiben wird dann genau das an der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, komplett kontraproduktiv ist. Ja. Also das war genau die schlechteste, das, was wir haben können. Aber glaubt mir, es ist komplett wurscht. Wenn der Baum dann weiter wächst, dann ist das ganz egal, ob das Auge ausdrücken hat oder das Auge ausdrücken hat. Also das siehst du nach drei Jahren, siehst du es überhaupt nicht mehr, was das wirklich war. Und darum belastet es euch von Anfang an nicht mit solchen Sachen, mit den Augen. Wenn es dann nochmal wirklich gut ist oder so, dann tut man das irgendwie im Unterbewusstsein. Also da ist dann plötzlich das überhaupt keine Frage nicht mehr, sondern da nehme ich schon, wenn ich das Reis in die Hand nehme und derweil ich es schon in die Hand nehme zum Veredeln, sehe ich schon, aha, das Auge ist da, das muss ich dann treibe ich das schon so hin und dann mache ich meinen Schnitt und das passt. Und dann wächst auch bei mir auch das falsch verkehrte Auge weiter. Also so gesehen, wirklich einfach mit solchen Sachen nicht belassen. Es steht dann in den Büchern drin, man muss schauen, dass ein Auge in der Veredelungsstelle ist, weil das dann umso mehr wächst. Vergesst das. Ja. Schaut, dass euch eine Edelreise gut gelagert sind. Das bringt euch wirklich was. Also das ist wirklich was wichtig ist. Aber alles andere, was in den Büchern schreiben, ist zwar alles recht und schön, aber eigentlich komplett unrelevant. Ja, für das Gelingen von der Veredelung komplett unrelevant. Hast du links und rechts hinter Messer? Ja. Ah, ja. Wir haben eh gefragt, gell? Ist ja kein Linkshänder dabei, wenn der was. Ja. Das ist ganz wichtig, weil ein Linkshänder, der kann mit einem Rechtshändermesser nicht schneiden, unmöglich. Also es würde ihm die Klinge immer wegrutschen. Ja? Also weil die Phase, die Messer sind einseitig geschliffen. Okay. Ja?
und was du in der falschen Hand hast, hast du einfach immer genau den verkehrten Ding. Da ist jetzt dann die Gegenzunge etwas schwieriger. Ja? Man kann jetzt hergehen und kann sie entweder so verkehrt herstellen. Da ist nämlich auch wichtig, wenn die Phasen auf der verkehrten Seite, wenn ich mir jetzt so hinstellen würde, ja, dass ich das nachher schneide, rutsche ich immer weg, weil die Phasen so schräg ist. Ja? Das heißt, ich muss mich dann so richtig hinstellen. Auch da bitte beim Baum aufpassen, dass wirklich den Finger, dass da unten keine Finger sind. Ja? Also ich werde, wir gehen natürlich da eh durch und schauen da ganz besonders drauf. Und dann auch da ohne Kraft anschneiden. Also es geht grundsätzlich, die Messer schneiden alle so gut, das darfst du uns glauben, da braucht man, für nichts braucht man Kraft. Ja? Also das ist, wenn es was nicht funktioniert, dann könnt ihr es glauben, dann ist das alles wieder Kopf. Wenn es blamiert, und Anführungszeichen blamiert sich, weil das haben wir natürlich auch, wenn die Mama da stehen und sagt, ah, das schneidet nicht und Ding, und dann kommt Gabel hin, schneidet einen wunderschönen Schnitt ohne irgendeinen, und ich sage, na, ich glaube aber, das Messer schneidet doch. Also, die meisten, also ich schleife die ganzen Messer immer nach, also, aber es ist immer wieder mal was dabei, das los und dann vielleicht verschleift oder was, weil bei 30 Messer schleifen mit dem Kamm, oder vergisst, oder das hast du übersehen, weil das geht so schnell auf einmal. Dann wächst da der Post rein und das ist eine ewige Stöbe, das was ewig dünner ist. Ja. Und dann, wenn das dann ein großer Osthorn ist, ja, mein Hauptosthorn ist, dann ist er genau da beim Sturmabbrucher. Ja, also dann sind sie da Abbrucher. Auch wenn ich es überhaupt übersehen habe, dann muss ich es ewig geschmeißen. Weil wenn das einmal eingewachsen ist, dann habe ich da ewig eine Stelle, die was auch schlecht wächst, ja, weil die Wachstumsschicht verhindert worden ist. Und das passiert da mit dem überhaupt nicht mehr. Und warum soll ich mit irgendwas plagen, wenn es was Einfaches gibt? Es kostet fast nichts, das Bandel. Ja, es ist ganz billig. Es wird auch nicht wirklich schlecht. Also kann ich ein paar Jahre daheim haben. Im Finz, wenn es nicht gerade in den Zunge liegt, weil dann vielleicht natürlich die Weichmacher. Aber ansonsten die ideale Sache zum Veredeln. Was ich dann, wenn ich fertig veredelt habe, dann habe ich extra gesagt, dann suche ich mir das richtige Auge. Meistens nimmt man ein Auge, was nach außen schaut. In dem Fall, weil der Ost zu flach ist, würde ich ein Auge nehmen, was nach oben schaut. Ne? Und wir schneiden bei den Augen immer ganz knapp hinten schräg aufs Auge. Also wirklich ganz knapp zurückschneiden. Ne? Lasst ja keine Stummen dran. Also es gibt nichts Schlechtes, als wenn ihr da nach dem Auge so einen Stummen dran habt. Ne? Was passiert, es trocknet euch zurück. Ne? Ihr kriegt nie eine schöne Verheilung. Wenn ihr wirklich bis zum Auge schön zurückschneidet, dann wird das eine wunderschöne Wundverheilung. Das da man jetzt wirklich mit einem Lackbalsam zumachen. Ja? Also da gehen wir jetzt wirklich her. Natürlich nicht mit der Tube da hinpatzen, weil Lackbalsam, wissen wir ja, verschließt die Poren wirklich vollends. Ja? Also da wächst dann nichts mehr weiter. Das ist halt die Absicht von dem. Und da tun wir uns auf so einen Stab an, auf einen Schreck hin, und tun wir dann ganz vorsichtig hinten die Dinge zumachen, sodass ja kein Tropfen aufs Auge geht. Ein Tropfen Lackbalsam auf dem Auge und das Auge wächst nicht mehr weiter. Aber warum vertraut man in dem Fall nicht darauf, dass der Baum das ist, aber macht? Macht er im Prinzip eh. Es ist ja so, wenn es draußen bei Wind, bei Frost und so weiter, ja, bist du einfach, hast du doch eine gewisse Gefahr, dass das Auge zurücktrocknet. Ah, ich persönlich bin eh nicht überzeugt davon, also ich bin nicht der, der jeder was unbedingt zumacht. Ja. Aber nur, ich sage mal, ich habe auch keine Panik. Weil wenn das auch zurücktrocknen würde, dann kämen wir halt die nächsten. Ja. Also, was auch leicht geht, ja, was ich auch sehr oft tue, weil ich den Lackbalsam ja grundsätzlich nicht so will, ich gehe dann einfach her und nehme ein Desagrepp und tue da am Anfang so ein bisschen ein Desagrepp runter. Hast du dasselbe? Also, wenn ihr keinen Lackbalsam da habt oder was, kommt nicht wurscht. Genau, das auch nicht, weil da kannst du natürlich nicht durchwachsen, das ist egal. Ist halt doch etwas besser, als man glaubt, also das Papier. Und eigentlich müsste das Ganze nur ein Schutz für ungefähr 2 Stunden und dann wäre die Selbstverheilung, also der Wundverschluss, schaut von sich aus gegeben. Wenn ich jetzt natürlich im Jänner veredeln würde, ja, das können 2 Stunden schon zu lang sein, weil dann kann es sein, dass man auf die Nacht schon gefriert und dann der frische Schnitt, ja, also die Flüssigkeit am frischen Schnitt, die könnte natürlich dann erfrieren. Ja, also da drum, sage ich mal, schaut es nicht, wenn man Lackbalsam hat und ich würde die Lackbalsamindustrie nicht jetzt in Ruin treiben. Wenn ich eh schon überall sage, wir sollen nicht nehmen.
Ich habe gerade so böse Blicke, wenn ich irgendwo beim Lagerhaus oder bei solchen Sachen da einen Vortrag halte und ich schimpfe in Anführungszeichen über den Lackball sein und sage, dass man einen nicht braucht, dann kriege ich aber so böse Blicke durch den Chef. Also das wollen wir natürlich nicht, wir wollen keine Industrie zerstören, nicht, weil ich jetzt da ein Ding habe. Vielleicht sagst du, wie ist das richtig verwendest, Lackbalsam. Ja, genau. Wenn schon Lackbalsam, also wenn man es wirklich verwenden würde oder sollte, weil wenn der Haus jetzt mir irgendwas abbissen hat, also da hat es schon Sinn, oder eben, was ich, bei Marillenbäumen oder wenn ich große Wunden habe, kann ich ja nicht verwenden, aber wenn man sich das anschaut, Lackbalsam, ich meine, die haben sich schon was, denkt die Firma, ja, das ist desinfizierend und gegen Pilze ist da was drinnen, also ein schöner Chemie-Cocktail. Die haben da einen Pinsel auf. Da, ja. Und das haben sie natürlich mit Absicht gemacht, und zwar, der wird auch kurz. Wenn man da also eine Wunde hat, ja, ist einmal das Wichtigste, also wenn ich da jetzt geschnitten habe, das möchte ich übrigens auch heute ein bisschen sehen, also wenn sie da arbeitet, also immer wenn sie mit der Säge schneidet, wird da die Wundränder glatt geschnitten. Ja. Aber wir jetzt nicht da üben dann und das mit höchster Wahrscheinlichkeit der Apfel nicht auf unserer Weiden anwächst, möchte ich trotzdem, das soll in den Fleisch und Blut übergehen, dass man frische Schnitte, die man mit dem Ding gemacht hat, dass man die immer mit dem Messer nachschneidet. Das kann jetzt eine Hippe sein für große Wunden, das geht aber im Normalfall mit unserem Fädelungsmesser kann man das genauso machen. Also das, was man zum Fädeln brauchen, geht meistens mit Fädelungsmesser. Wir machen keine Phasen. Also wir machen jetzt nicht 45 Grad Phasen drauf, weil dann würde das trocknen. Ja? Und dann habe ich das Holz freigelegt, also schon flach schnell, ja, damit es nicht ganz zügig wird. Und dann, wenn wir jetzt Lackbalsam nehmen, dann wird der Lackbalsam dünnstmöglich, das geht ja da gar nicht mehr, also kann man dann mit helfen, also mit dem Pinsel dünnstmöglich aufbringen, ja? Und zwar wirklich so, dass nur die Poren verschlossen sind. Ja? Also mir dann wirklich alles aber was irgendwie runtergeht und dann nur die Poren verschließen, ja, in erster Linie vor allem auf der Wachstumsschicht, ja, weil die ist in der Mitte, das ist eh der Holzteil, der wird eh in dem Sinn nicht wirklich hin. Und so, dass man wirklich, dass das nur durchscheint, das ist die richtige Verwendung dafür. Ich sage aber, wenn der Hersteller wollen hätte, dass man da einen Zentimeter oder zwei Millimeter dick auftragen, ja, dann hätte er eine Spachtel dazu da und keinen Pinsel. Ja. Also wirklich sparsam umgehen damit, weil was passiert, wenn ich das 2 mm dick auftrage? Das wird ein richtiger Deckel, ein Plastikdeckel wird das. Ja. Am Anfang hält er noch ganz gut, weil er sich sehr gut verbindet. Nach einem Jahr ungefähr ist der Weichmacher heraus und dann löst er sich ab. Der Deckel bleibt aber noch oben, weil er sich noch hält und drunter fängt es zum Schwitzen an. Dann kommen die Viecher und dann fällt es mir. Dann habe ich genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Ja. Also ich sehe gar nichts, weil es schaut super aus, weil dieser Deckel ist ja oben. Und im Untergrund fängt man der Ball schon zum Fallen an, fällt man womöglich in mein Herzding ein und runiert man den Baum. Und ich habe genau das Gegenteil erreicht von dem, was ich übe. Also braucht man dann schon etwas kräftigere Ding, dass man diese Schnitte machen kann. Geißfußveredelung, vor allem bei Veredelung zwischen zwei unterschiedlich dicke Sachen, ja, da reden wir eigentlich schon von dieser Stärke, also wenn ich das da aufhüte, sind wir auch schon verschieden stark, gell? Also da kann man auch schon Geißfußveredelung machen, ist aber schwieriger, als wenn ich das auf das aufhüte, ja? Weil das, da musst du schon ein bisschen ein Gefühl haben, vor allem, dass du dich selber nicht schneißt. Aber wir üben es eher so, oder auf sowas geht dann auch schon, weil das hält schon her. Ja? Also da auf solche Stellen, also solche Dicken, können wir das auch schon machen. Wir haben gesagt, Geißfußveredelung geht so, indem wir einmal unseren ganz normalen Kopulationsschnitt, ihr seht über die ganze Länge, das ist, dass wir einen möglichst langen Schnitt zusammenkriegen und dann wird um 90 Grad nach außen gedreht, nach außen aus dem Grund, weil wenn ich nach innen drehen würde, seht ihr, dann greift er den mit dem Finger drauf. Mein Handschuh haben wir eh schon gesagt, das ist nicht so tragisch, da geht es her, das sollte sich sowieso ein bisschen anwenden, am Anfang tatsächlich einen Handschuh mit desinfizieren, dann ist das auch nicht so ein Problem. Aber im Normalfall drehen wir das nach außen und dann wird im Prinzip genau derselbe Schnitt nur mal gemacht. Ja? Also wir schneiden genau denselben Kopulationsschnitt, wie wir vorher gehabt haben, schneiden wir wieder und wir kriegen dann einen Keilzahn, einen spitzen Winkel. Ja? Also nicht, das wäre 90 Grad, ja?
das wäre ein flacher Winkel, das ist nichts, ja, da hält es uns nicht, sondern wir machen einen Spitzenwinkel. Ja. Also dass das Ganze dann so ungefähr ausschaut. Also ist ein bisschen spitzer wie die 90 Grad, möglichst lange. Ihr habt gesehen, es gelingt an mir nicht immer das erste Mal. Ja, das ist überhaupt kein Dreieck nicht. Wenn der Schnitt nicht hundertprozentig gelingt, dann nicht komplett von vorne anfangen, sondern man kann hergehen und man kann diesen einen Schnitt da an so einen Zehntelmillimeter weiter hinten nur mehr machen. Ja. Und dann hat man den, dass man einen Riss macht. Oder man hat zwängweit Draht. Ja. Einfach einen Zehntelmillimeter nachsetzen und den Schnitt dann aber immer für den ganzen Schnitt von hinten nach vorne machen. Und übrigens, ja, desto interessanter ist es natürlich, ja, also desto schöner kann man dann fädeln. Und diesen Geissus, also diesen Keil, das ist jetzt unser Ding, dass wir den in unseren Baum einbringen. Das heißt, ich muss genau den selben Schnitt wie den da haben, muss ich da einbringen. Und jetzt zeige ich euch einmal die Methode, wie es offiziell geht. Ja? Also laut Lehrbuch und laut wie das gemacht wird, und das ist ja ziemlich eine Kraftaufwendung, ja, werdet ihr gleich sehen. Also ich muss jetzt dieses V, was ich da habe, also diesen Spitz, muss ich da reinbringen, und dazu wird jetzt da hergegangen, und jetzt brauche ich ein Messer, das was wirklich bis zum letzten Ding spitz ist. Ja. Diese Kopuliermesser, die was überall zum Kaufen gibt, kann ich jetzt Okuliermesser, die kann ich da nicht brauchen. Ich kann den Druck auf die Spitze nicht machen, weil das hat keine Spitze. Ja. Also das ist zum Schluss so gebogen, und ich krieg dann, habe ich die größten Probleme, dass ich das gescheit machen kann. Jetzt wird da mit wahnsinniger Kraft, genau auf diesen Punkt, wird dann genommen und wird da durchgezogen. Ja? Da brauchst du ein bisschen ein Gefühl, und dann wird der zweite Teil. Schnittschutzpullover. Schnittschutzpullover. Das kommt genau mit einem japanischen Klinger, nicht? Der zweite Teil natürlich auch, jetzt habt ihr es jetzt gesehen, also dass das jetzt wirklich diese Austriebe nicht hecheln, wenn wir mal veredelt haben. Ja? Ich kann es ein bisschen lassen, das ist jetzt nicht die große Tragik. Aber spätestens im Frühling danach, ja, muss ich schauen, dass diese Konkurrenztriebe, wie die dann heißen, dass die nicht überhand gewinnen. Weil die haben natürlich einen Butterbaum, ja, haben einen gewissen Vorteil gegenüber den Fremdling sozusagen, und würden stärker treiben wie das. Ja? Zwetschgen, genau. Kannst du im Prinzip auf alles machen, also kannst du natürlich nur Zwetschge auf Zwetschge, und haben wir heute schon gefragt, also Birne kannst du auf Birne oder auf Quitte. Rindlote könnte ich auf die Zwetschgen machen. Genau, Rindloten, Pfirsich, Marille, kann man alles auf Zwetschgen machen, und Kirsche kann man nur auf Kirsche oder auf Wildkirsche veredeln, und Birne kannst du auf Birne veredeln oder auf Quitte. Und Apfel kann man halt nur auf Apfel veredeln. Ja. Gibt es dann verschiedene Apfelunterlagen, aber im Prinzip auf Apfel. Und wenn ich jetzt einen großen Baum umveredeln will, weil man die Sorten nicht schmeckt oder weil es ein Wildling ist, dann gehört der bei Steinobst unbedingt im Herbst schon abgeschnitten. Und zwar, da schneidet man so 10 cm überhalb von dem, wo man nachher dann veredelt. Ja. Also man lässt ein bisschen was dran. Dann weiß der Baum im Frühling, wenn er dann zum Treiben anfängt, da habe ich eine Wunde. Ja. Und er wird automatisch den Saft schon reduzieren. Wenn ich das Ganze erst im Frühling machen würde, ja, bei Kirschen, bei Steinobst, wissen wir ja schon, dass das ein wenig kompliziert ist, dann würde das passieren, dass dieses Edelweiß, was du rein tust, das wird so viel Saft produziert, ja, dass es ausschwappt. Ja. Das kann gar nicht gescheit zusammenwachsen, weil so viel Wasser und so viel Saft nachkriegen, und dass immer diese Veredelungsstelle ständig unter Wasser steht, und dann wächst es euch nicht gescheit zusammen. Ja. Und wann im Herbst schon? Ja, wann im Herbst? In Winterruhe. Sprich, irgendwann nach der Frucht. Nach der Frucht. Ja, bei Kirschen ist das im August oder noch früher. Und bei den anderen, man kann es ungefähr bis Dezember machen. Nach dem Laubfall oder vorher auch schon? Vorher auch schon, ja. Bei den Kirschen ist es ja üblich, dass ich die zu der Frucht ausschneide. Ne? Also da ist der ideale Zeitpunkt, ob da sind die Steinobst eigentlich im Winterruhe. Ja. Beim Kernobst ist wurscht, da kann ich es auch im Frühling machen. Das hat keinen so einen Saftdruck. Ja. Also beim Apfel, wenn ich den umveredeln würde, dann kann ich das 10 Minuten bevor ich veredelt genauso machen. Ja, also aber Steinobst unbedingt im Herbst schon machen. Ja. Wir reden aber von Ästen, die so ungefähr ab dieser Dicke. Wenn es dünner ist, geht es. Wo veredelt ihr jetzt idealerweise? Ja, wenn ich jetzt einen Baum umveredeln oder einen Ast nur von einem Baum umveredeln will, jetzt kann man sich vor, das stellt sich vor, das ist ein großer Baum, ja, ein ausgewachsener Baum,
Wenn ich jetzt hergehe und ich tue ganz am Rand veredeln, ne? Da habe ich dann diese Kopulation, die macht ja jeder recht gern, weil die einfach geht. Ja, jetzt veredelt er da ganz draußen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Zuwachs das da noch habt? Ne? Da ich da, da ist nicht mehr viel. Das kann ich machen jetzt am Anfang, wenn es zum Üben, ja, da könnt ihr 100 so Veredelungen machen, weil es lustig ist. Irgendwann schneidet es sowieso weg. Aber da kriegt ihr 3 Früchte drauf. Nur, und dann ist es gar, weil recht viel weiter wird der Baum nicht mehr wachsen. Also das heißt, wir veredeln so weit wie möglich beim Hauptstamm hinbei. Also wir nehmen wirklich einen großen, dicken Ast, der was eigentlich der Hauptstamm war, auch wenn das jetzt schier rausschaut am Anfang. Aber nur das hat wirklich einen Sinn, dass man sagt, man schneidet da so 20 cm vom Hauptstamm weg, schneidet man diesen Hauptast ab oder das Allerbeste, ich schneide mir die Krone weg. Da habe ich den größten Zutrieb. Ja, also je höher der Ast ist, umso mehr Zutrieb habe ich. Und das wäre ein idealer Punkt, wäre der Wipfel. Also ich nehme den oberen Teil vom Baum weg und tue da die neue Sorte auf, eine zusätzliche Sorte auf zum Beispiel. Ja. Also wenn ich jetzt nur einen Teil des Baumes umfädeln will. Also weit herbei, ja, irgendwo beim Hauptstamm, je weiter oben, desto besser. Wenn ich jetzt da oben eine Krone habe, eine große, ja, und ich tue unten einen Ast wegschneiden, ja, werde ich trotzdem wenig Zuwachs haben. Das sind die Wuchsgesetze beim Baum. Das ist einfach so, je höher der Ast, umso besser ist die Zugkraft und das ist auch beim Edelreis so. Also desto mehr Zuwachs habe ich. Nur was, je flacher der Ast ist, ja, umso weniger Zuwachs habe ich. Ja. Das heißt, wenn ich einen steileren Ast veredle, ja, also wenn ich so einen steilen Ast, ist besser, als wenn ich einen flachen Ast veredle. Also da wäre zum Beispiel besser, ich nehme den Ast da und schneide da und fehlt da drauf, ja, weil er dann auch besser zieht. Weil bieren kann ich den dann nicht mehr. Ne, weil wenn er mal so dick ist, kann ich den nicht mehr aufbieren. Also, wie gesagt, nahe beim Hauptstamm veredeln hat einen Sinn. Oder überhaupt die Krone umveredeln, das ist das Allerbeste. Also, da habe ich die meisten Zutriebe. Da kann es ohne weiteres passieren, dass du im selben Jahr noch 2 Meter Zutrieb hast. Ja, weil er einfach wirklich gekauft hat. Die selbe Veredelung da unten habe ich 10 cm Zutrieb. Ja, also, es ist. Obstbaum, was groß wird, ist ja besser, die Früchte bleiben weiterhin. Ja, das ist aber ganz was anderes. Da rede ich aber jetzt von der Kronenform, ob ich eine offene Krone habe oder einen Mittelost habe. Ja. Wenn ich will, dass mein Obst hier unten bleibt, ja, dann mache ich überhaupt eine offene Krone. Das heißt, dann tue ich überhaupt den Mittelost weg und schaue, dass ich 5 große Haupttriebe habe. Ja. Aber das hat jetzt mit dem Veredeln in dem Sinne nicht. Das ist die Entscheidungsform, wie will ich meinen Obstbaum erziehen. Ne? Mhm. Also das hat jetzt mit dem Veredeln selber nicht wirklich irgendwas getan. Ne? Eine ganz einfache Lösung gibt es mir gleich. Also da. Und zwar, wir lernen das um vieles einfacher. Wir haben da unser Edelreis, also diesen Geißfuß, den wir vorbereitet haben. Man macht meistens zuerst den Geißfuß. Und jetzt haben wir gesagt, wir tun es ungefähr so weit rein, dass das ausschaut. Ja? Also unser Cambium ausschaut, damit wir einen schönen Verwachsen kriegen. Und das können wir uns jetzt direkt anzeichnen, wie wir es haben. Also wir machen uns jetzt da mal Striche, wo unser Edelreis dann drinnen ist. Ja? Jetzt schauen wir noch, wie tief das Ganze ist. Ne? Tun wir da bis da her. Jetzt kann ich dann sogar noch mir anzeichnen, okay, das wächst, aber das tut einem gar nichts, das könnt ihr wirklich am Baum machen. Ja? Also, der Bleistift, der tut dem Ding nichts. Und jetzt weiß ich, aha, genau dort muss ich das, den Teil ausschneiden. Das ist überhaupt kein Problem. Wäre der Plan, ja? Ja, ja. Theorie. Nein, das ist wirklich Praxis. Also was jetzt noch aufpassen müsst, der Schnitt wird immer zu breit. Ja? Ich habe gesehen, bei mir ist es jetzt schmal geworden, weil ich eben schon eher auf Nummer sicher gehe. Das heißt, wir nehmen uns von den gezeichneten 1 mm schmäler. Ja? Und jetzt gehen wir her, nehmen wir unser Messer und dann genau dort, wo wir das angezeichnet haben, den 1 mm schmäler, stecken wir mal das Messer so in diese Rinde und ihr seht, das ist jetzt dann dieses V, also diesen Keil, dementsprechend nach. Und wenn man sich die Verlängerung von dem Messer anschaut, das geht da Richtung Mitte. Ja? Also die Messer, also das ist so eingerichtet, dass es Richtung Mitte schneidet, wenn ich da weiter schneide. Ja? Der zweite Schnitt, ich mache natürlich das nicht mit 2 Messer, aber ich zeige nicht jetzt, dass man das da sich bildlich vorstellen kann. Da haben wir jetzt, wenn man das da vorne anschaut, ja? Das ist jetzt genau unser
unser Keil, der was da reinpasst, setzt es. Schaut her, das ist der, unser Keil, der was dann da reinpasst, wenn wir das weggeschneiden. Und die zwei Klingen, ja, in der Verlängerung, also wenn ich mir die Klingen da weiter verlängert vorstelle, ja, die gehen dann da so in Richtung Mitte. Ja. Also die überkreuzen sich da so in Richtung Mitte. Das ist jetzt die gedachte weitere Linie. Und das darf ich jetzt in der Praxis ausführen. Das heißt, wir setzen diese Messer an. Wir dann das Messer nicht nur, seht ihr, bis zu dem Punkt, wo sie es überschneiden, sondern tiefer runter. Das ist sogar gut, also wenn man die Rinde weiter verletzt, weil durch diese Verletzung wird der Heilungsprozess gefördert und angeregt. Also man zwingt mehr oder weniger den. Und jetzt greifen wir da, jetzt kommt sie von zu, jetzt könnt ihr euch da den zweiten Handschuh anziehen, weil das ist ein wenig Ding, aber es muss nicht sein. Jetzt greifen wir da her und halten da ein bisschen dagegen und jetzt tun wir da so komplett ohne irgendeine Kraftanstrengung. Ja, wagen wir mit dem Messer hin und her. Ja. Passt auf, das nicht so ja, mit der Klinge da, sondern einfach so hin und her wagen, sodass unten das Messer nicht allzu weit rausgeht. Ihr seht ungefähr da, wo der Knickpunkt ist. Ja. Also bis daher soll es wagen und dann das so hin und her wagen. Wirklich ohne irgendeine Kraftanstrengung. So weit, bis dass das Messer fast ganz drinnen ist. Ja? Nicht sparen, lieber tiefer schneiden als zwingen. Dann kommt das raus. Jetzt machen wir diesen zweiten Teil, setzen wir das Messer da an, dann wieder in Richtung Mitte schauen und arbeiten uns da wieder einfach mit Wippbewegung. Ihr seht, das ist komplett Ding. Und da setzt es jetzt schon so lang, bis dass der Teil von allein rausfällt. Ja? Und jetzt brauchen wir uns nicht das Messer weg da und wir haben den Ding, der was da rausfällt. Und jetzt müsste dann, wenn wir jetzt unseren Keil dann von oben so einsetzen, das wird immer von oben so reingeschoben. Dazu müssen wir unser Edelreis herrichten. Jetzt wird das von oben reingeschoben und dann wird von oben so ein bisschen nachgeklopft, wie wir es jetzt erst auch gesehen haben. Und ihr seht, das passt zeitlich super, wunderbar. Ist links und rechts wunderschön bei der Ding. Da ist jetzt dieses Auge, das sehen wir jetzt nicht gescheit. Haben wir da eine tolle Verbindung. Ganz wichtig wieder unsere offene Stelle, unser Cambium, was wir da sehen. Und hinten seht ihr jetzt, dass da ein Loch ist. Ja? Das ist gewollt. Also da darf ruhig ein Loch sein, das kann vieles größer sein, das kann sich bis da reinziehen. Ja? Viel blöder ist, wenn das Loch zu klein ist, weil dann würde euch das Edelreis ausrutschen. Ja? Also es wird, wir kriegen es gar nicht so weit rein, dass wir es da rausbringen. Das Loch, das braucht euch nicht weiter stören, das ist überhaupt nicht, also das wächst euch wunderschön wieder zu. Und im Ende, wir können jetzt das andere Reis da wieder rein, da. Also das kann man dann jetzt mehr oder weniger drei oder vier so Veredelungen rundum machen. Siehst du, da mitten ist ein bisschen ein Loch. Mhm. Also das darf ruhig locker sein und das kann gar nicht kosten. Also ist ja jetzt übertrieben, aber da braucht dann überhaupt nichts denken, braucht man sich überhaupt nichts denken. Das ist, sobald das zum Wachsen anfängt, ist dieses Loch sofort dicht. Das wird jetzt da so über diese Stelle, das was da, wo das Loch ist, wird das umgetan und als Schal links und rechts überdeckt. Ja? Dann habe ich einmal eine dichte Veredelungsstelle. Damit kein Wasser eindringt. Genau, damit das Wasser nicht eindringt, damit keine Pilze und so weiter eindringen. Das mache ich natürlich bei meinen anderen Veredelungen auch. Einfach links und rechts zu. Ja? Das kann ich dann noch ein bisschen anhören. Und jetzt wird die oberste Teil, ja, einfach so oft überpickt. Ja, kann man so schräg und quer machen. Das müsst ihr euch vorstellen, dasselbe kann ich natürlich mit einem so dicken Stamm auch machen. Da gehe ich allerdings her und habe ja ein bisschen ein praktischeres. Genau, da nehme ich natürlich ein breiteres Bandel. Aber einfach so lang, bis dass das oben zu ist. Das ist jetzt eigentlich nur ein Schutz für die nächsten 2-3 Wochen. Ja. Also nachher dann ist das hat das selber schon eine schöne Peilung. Und jetzt wird dann nur da rundum gebunden. Und jetzt schaut das aus wie im schönsten, wie uns gerade aus dem Krankenhaus rausgekommen ist. Und habe ich da eine schöne Peilung und ihr habt den perfekte Veredelung. Was das vom Auge nach oben rausschneiden. Ja. Dazu schneiden wir ungefähr 1 Zentimeter hinter dem Auge. Schere. Tatsächlich es wieder ein bisschen so herrichten, dass es euch nicht weht. Auch da wieder vorne keine Finger. Ja, ganz wichtig, dass vorne keine Finger
habt. Und jetzt wird wieder mit dem Messer so ganz langsam in Wippbewegungen knapp unterhalb des Auges durchgeschnitten. Ja? Seht ihr das? Wirklich knapp drunter. Und das ist natürlich gefährlich, weil sobald während dem Auge geht es stark und gleich nach dem Auge geht es auf einmal ratsch und es geht sofort weiter. Ja? Das heißt, es darf es nicht tauchen. Ja, es darf nur hin und her wippen, das ist unter dem Auge, da kriegt man wenig, verliert man ein wenig die Geduld, ja? Dann mache ich mal mit Hindruck und genau dann macht es Ratsch und das habt ihr im Bauchmesser. Also jetzt bin ich gerade drunter, ja? Und jetzt geht es dann auf einmal leicht, wenn es drunter seid, ja? Dann könnt ihr das nehmen und könnt es runterziehen. Das ist eigentlich eine Haltelasche. Ja? Also da haben wir dann diese Haltelasche. Im Sommer hat man dann nur zusätzlich das Blatt. Ja? Ja, diese Augen sind genau in der Blattachsel. Also da kann man es bei dem Blatt auch nehmen. Aber so haben wir unsere Haltelasche. Und jetzt ist das Blöderste an den Augen das, wir müssen jetzt diesen Holzteil nur außer tun. Das geht um diese Jahreszeit sehr schlecht, weil sich das nicht löst. Also der Holzteil löst sich nicht wirklich vom Ding. Aber seht ihr das, da ist noch ein Holzteil drinnen. Das ist Cambium, unsere Wachstumsschicht, und das ist der Holzteil. Und den müssen wir lösen. Ja, das müssen wir weg da, möglichst ohne, dass man es angreift. Und dann kommt hinten dieser dunkle Punkt, seht ihr das? Ja. Der dunkle Punkt, das ist das Auge von hinten. Ja, das muss frei werden. Dieser dunkle Punkt, das ist das Auge von hinten. Da hinten ist noch der zweite, das ist die Wurzel, das ist die Wurzel vom Blatt, was man da nicht sieht. Das stört aber nicht, ne? Das Holz, was da hinten ist, ist im Sommer nicht mehr da. Das kann ich nur jetzt nicht weg tun, weil sie jetzt die Rinde nicht lässt. Also das gerettete Auge kann ich im Sommer auch vom Baum runterlesen, ne? Das muss ich vom neuen Auge. Ach so, von das ist für das neue. Das soll ich nicht einwinden. Die brauchst du nicht einwinden. Und jetzt brauchen wir einen T-Schnitt, ja? Dazu suchen wir uns eben irgendwo eine freie Stelle bei unserem Baum. Und machen einen waagrechten Schnitt, ne? Und dann einen senkrechten Schnitt, ja? Ein T. Also wir schneiden waagrecht und senkrecht und jetzt brauchen wir dann dieses Okuliermesser, ja? Also diese Messer mit dieser Zunge hinten. Also brauche ich es relativ, aber es hilft halt. Und jetzt müsste ich sich auch die Rinde lösen, das wird sich jetzt auch noch nicht wirklich tun. Da geht das normal von allein, ja? Also jetzt muss ich das mit ein bisschen Gewalt tun und das franzt ein bisschen aus. Im Normalfall, wenn sie im Sommer die Rinde löst, ja, wenn das eben gemacht wird, lasst sie das normal recht schön lösen. Und jetzt mache ich da eine richtige Tasche auf, ja, seht ihr das? Das schaut jetzt nicht schön aus, aber und hier in diese Tasche wird jetzt dieses Auge von oben reingeschoben. Ne? Kann ich wieder ein bisschen mithelfen mit den Ding. Warte mal. Darf ich noch ein bisschen weiter aufmachen, weil das Auge relativ groß ist, was ich da gehabt habe. Das ist grundsätzlich kein Nachteil, wenn das Auge groß ist. Ich werde zeigen, wann sich die Rinde löst, also dann ist diese Tasche aufmachen geht ganz von allein. Ja? Also das löst sich mehr oder weniger von selber aus. So, und jetzt seht ihr es, jetzt kann man dieses Auge da schön reinsetzen in diese Tasche. Das wird dann da so seitlich, kann man das dann so zumachen, seht ihr das? Das verschwindet da richtig drinnen. Und jetzt wird genau da oben, wo der T-Schnitt ist, da wird jetzt angeschnitten. Und nur da verbindet sich jetzt Cambium auf Cambium. Ach so, ja? Das ist die einzige. Das Auge ist in der Mitte drinnen, nicht oben. Das Auge ist in der Mitte drinnen, ja, genau. Also das ist jetzt in der Mitte drinnen und dort, genau da, wo das angeschnitten ist, da ist die einzige Wachstumsschicht, die was zusammensteht. Das heißt, man muss da wirklich sauber und genau arbeiten, weil man jetzt sehr wenig Wachstumsschicht hat. Gabi, ja. Hast du Okuletten her? Ja. Verwenden Sie jetzt diese Okuletten, das sind so Latexlaschen mit einem Bewurzelungspulver, also mit einem Wachstumspulver drauf, und die lösen sich mit UV-Strahlung lösen sie die in ein paar Wochen auf. Ja? Also die fallen dann einfach raus, man braucht das nicht nachher. Und die werden jetzt über dieses Auge und über diese Stelle da drüber da, die haben hinten dann so einen Drahtbügel. Und das Ganze ist luft- und wasserdicht verschlossen. Und man kann und das Auge. Das Auge wächst dann durch. Das Auge wächst dann durch, ja. Also wie gesagt, die löst sich dann auf. Und das Auge sollte erst ein Jahr später, also im Frühling drauffolgend, wegwachsen. Es wächst jetzt noch an, aber darf nicht mehr wegwachsen. Und das ist eigentlich das Schwierige dran. Ja? Das Ganze wird eben im August gemacht, ja. Das Auge wächst noch an. Und erst im August dran, wenn das im Herbst noch wegwachsen würde, dann kann es da passieren, dass es abfriert. Weil natürlich dann, das ist noch, wird nicht ausverholt. Ja. Man kann dann, wenn man sehr sauber arbeitet, kann man das Ganze auch mit dieser Crepe machen. Ja. Also man kann da mit dieser Crepe das verbinden.
das Auge muss man aber in dem Fall natürlich frei halten. Ja, also da muss man dann wirklich das frei halten. Hat man natürlich die Gefahr, dass da vielleicht irgendwie Feuchtigkeit oder was einiges, also das wäre nicht. Und da wäre dann das Blatt, der Blattstiel, bleibt dran, also das Blatt selbst nicht, aber der Blattstiel, und das ist ein Indikator, ob es angewachsen ist oder nicht. Wenn das Ganze, wenn der Blattstiel nach 2-3 Wochen, wenn man berührt, runterfällt, dann hat das, ist es gelungen. Und wenn er fest gedörrt ist, ja, also wenn er fest am Ding ist, dann hat die Okulation nicht funktioniert. Ja. Dann muss ich es nur mehr machen. Oder ein Jahr drauf entweder nur mehr machen, oder vielleicht kann ich es sogar noch in diesem Jahr nur mehr machen. Aber das ist so ein Indikator, wie man sieht. Die meiste Zeit ist es aber eher mit Okuletten verbunden und da sieht man das so. Schnitt, den sieht es eh schon recht gut, Kind. Wo man wieder einen möglichst langen Schnitt zusammenbringen soll. Also es sollte möglichst lange sein. Und jetzt macht man die verbesserte Rindentropfen, ja, also wir probieren gar nicht dieses andere, das normale, sondern wir machen gleich das verbesserte. Dazu muss ich einfach einen geraden Schnitt da machen und ich löse jetzt die Rinde auf einer Seite. Ja. Also auf einer Seite soll sich die Rinde lösen, dazu muss sie eben die Rinde lösen, das heißt, wir sind irgendwann in April, mein Holz da tut sie noch nicht, löst sie die Rinde noch nicht. Bei den gelben Weiden zum Beispiel löst es sich schon, aber zum Vorzug reicht es. Wir haben diesen Kopulationsschnitt. Bei diesem Kopulationsschnitt machen wir jetzt hinten an der Spitze, schneiden wir schräg, sodass wir ein Kambium freilegen. Und jetzt müssen wir schauen, auf welcher Seite haben wir es gelöst und auf welcher nicht. Auf der Seite, wo wir es nicht gelöst haben, nehmen wir ganz fein die Rinde und nur die Rinde runter, sodass das Grüne rausschaut wird. Seht ihr es? Also wir haben seitlich da möglichst einen geraden Schnitt die Rinde gelöst und jetzt würde man das dann reinstecken und es gibt aber nur einen zusätzlichen Teil, was wir machen können und zwar, wir können dann auf seitlich, ja, können wir auch noch eine Rinde freimachen, also ein Kambium freilegen, ja, und das ist jetzt nicht genau an der Stirnseite, sondern das ist seitlich und wenn man das jetzt anschaut, warum, wenn man das jetzt da reinsteckt, seht ihr das? Die Lasche geht so schräg nach oben und die liegt da am besten auf dieser Seite an. Und da legen wir jetzt eben nur ein Kambium frei. Das ist aber nur ein zusätzliches Feature. Also das steht in keinem Buch drinnen, aber das ist natürlich ein zusätzlicher Ding. Und jetzt wird es, habt ihr gesehen, jetzt halten wir mit dem Finger da ein wenig dagegen, dass sich das Reis da umdruckt. Jetzt haben wir da eine Kambiumverbindung. Wir haben da unten, wo der schräge Schnitt steht, eine. Wir haben da eine. Da haben wir wieder gesagt, schauen wir wieder, dass wir unser freies Fenster haben, dass das Ganze da umwachsen kann, also dass das eine schöne feste Verbindung wird. Ganz wichtig, dass wir das wieder haben und so kann man das machen. Geht sehr schnell, habt ihr gesehen, wenig Vorbereitungszeit und geht sehr schnell. Wir dann das Ganze beim großen Kopf mehrmals und da ist jetzt wichtig, immer dieselbe Seite aufmachen. Ja, also immer dieselbe Seite lösen, jetzt mache ich einmal nur die richtige Seite und jetzt mache ich das Fleiß. Mache jetzt einmal die falsche Seite, also jetzt habe ich immer die rechte Seite gelöst und jetzt löse ich auf einer Seite die linke Seite, damit man sieht, warum das so wichtig ist. Also nur mal zur Wiederholung, ein schöner Kopulationsschnitt, wir nehmen die Spitze weg, wir nehmen dann, haben wir da eine, dann die Rinde von der, auf der Seite, wo wir nicht gelöst haben und zusätzlich nehmen wir da auf der Stirnseite bis zum Wachstumsschicht das aber, stecken das Ganze dann von oben rein und dann da halten wir den Finger ein bisschen dahinter und schlagen so weit rein, dass wir da noch ein schönes Sichtfenster haben. Dasselbe dann tun wir jetzt eben nur einmal. Wir haben auf der Seite haben wir die Rinde, also die Rinde in den Wecker da, machen wir den Spitz und da tun wir das weg, das Auge haben wir jetzt in dem Fall weg da. Und das wird jetzt da wieder hinter die Rinde rein. Ihr seht, das ist wirklich eine schnelle Verbindung, also das, was technisch sehr, sehr einfach ist. Unser Terminalknospe darf natürlich überhaupt nicht bleiben. Und jetzt schauen wir uns das an, was passiert, wenn wir es auf der verkehrten Seite. Wir gehen jetzt beim Binden, fangen wir da an und das druckt jetzt richtig schön diese Lasche dazu. Auf der zweiten druckt es auch zu. Und jetzt komme ich zu der, wo ich es verkehrt gemacht habe. Jetzt falte ich da ein und machen wir es eigentlich auf.
Ja, also da muss ich mit, es geht zwar, weil man kann es ein bisschen vorspannen und dann mit dem Finger so draufdrücken. Ja, also, weil lustigerweise, wenn du das Ganze auf einem Apfelbaum oder auf einem Baum ummachst, auf der Leiter, und ihr müsst seitenverkehrt schauen, weil es das auf der Rückseite macht, wo es nicht dazu setzt, dann macht man es sicher immer falsch. Ja, irgendwie ist es so blöd, dass du im Kopf das denkst, aber wenn es irgendwie geht, sollte man es machen. Das Ganze wird dann wie gehabt, wie bei dem Geißfuß, ja, machen wir unsere Schals, ja, wo wir einfach diese Schals machen, wo das Ganze dann wasserdicht verschlossen ist. Und ihr seht schon, das ist dann ein Baum, das kann man jetzt, kann man sagen, das ist ein ganzer Baum, was ich jetzt da angeschnitten habe, also ein Kirschsämling, wo ich mir jetzt drei Sorten auf die Tour geht, ohne weiteres, also dass ich dann drei Hauptäste habe, die was drei Sorten sind. Oder ich sage, das wird dann in Zukunft mein einziger, dann muss ich halt ein Jahr warten und dann schneide ich die zwei, die was weniger schön sind, schneide ich dann einfach weg. Und das Ganze geht von so klein bis so groß. Ja? Also es wird auch bei ganz großen Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel einen 200 Jahre alten Birnbaum umgeschnitten auf 1 Meter oder 1,5 Meter. Und da haben wir 16 Birnensorten eine dran. Die haben eine so eine dicke Rinde, also 6 cm dicke Borke. Da wird das einfach da dahinter gemacht. Da haben wir dann noch mit Nagel, haben wir dann noch die Edelreiser zugeknobelt, ja, dass die Borke wirklich schön zugeschaut. Und dann haben wir ganz normal, so wie da, nur im großen Stil, haben wir dann mit dieser Kraft das Ganze, diese riesige Stelle verbunden. Da haben wir das natürlich diese Kraft mit 6 cm Breite genommen, weil sonst wäre das Ganze. Aber nichts verschmiert oder sonst irgendwas. Und wir haben da zum Beispiel da ist eine Sorte, also eine Sorte davon, die ist in dem ersten Jahr 6 Meter lang geworden. Und hat in einem Jahr so eine Dicke gekriegt. Ja, also weil natürlich dieser Baum hat eine irre Schubkraft gehabt, ja, und ist natürlich entsprechend stark gewachsen. Das war dann aber, die Zellstruktur war so hoch, ja, wir haben dann auf 3 Meter runtergekürzt und haben dann so eine Latte dazu gemacht, dass er gerade schön gerade geschaut ist, bis dass er dann fester war. Ja, aber ist nach wie vor, also gibt es diesen Baum. Ja. Wo ist der Vorteil von der Methode gegenüber? Geißfuß? Ja. Es ist also das heißt Dickrindenpfropfen. Ja. Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, ein Birnbaum, ja, ja. Der hat 6 cm dicke Rinde. Okay. Ja. Da kannst du keinen Weißfuß nicht mehr machen. Ja. Okay, also das musst du einfach wirklich hinter die Rinde machen. Der größte Vorteil ist der, also die meisten Leute machen diese Methode, weil es so einfach geht. Und sie funktioniert auch sehr gut. Ja. Okay. Also der Nachteil ist, dass man warten muss, bis dass sie die Rinde löst. Also man ist schon sehr spät an. Bei Kirschreiser hat man dann schon sehr oft das Problem, wenn man nicht weiß, wie man es gut lagert, also wenn man nicht diese Methode macht, ja, was ich mache, dass das Kirschreis dann schon oft kaputt ist. Ja. Also da hat eben der Geißfuß einen gewissen Vorteil. Aber ansonsten ist diese Methode sehr gut zu empfehlen. Also es hat jetzt nicht so den Gravieren, wenn ich ein gutes Edelreis habe, kann ich das ohne weiteres dem bevorzugen, weil es technisch einfacher ist. Und wenn ich auf so einem Holz unterwegs bin, ist es eigentlich fast die einfachere Methode. Ne? Also technisch eindeutig einfacher, ja. Und hat aber sonst keine Nachteile? Ja, ich bin sehr spät dran. Ne? Okay, gut, ja. Okay. Das ist eigentlich, da brauche ich nicht exakt schneiden, nur auf einer Seite, wo vor die Rinde genau ist. Genau. Ist aber technisch und vieles einfacher. Ja. Darum ist es eine sehr beliebte Veredelung. Also wir schneiden dann wieder auf diese Augen sehr knapp zu, wir können dann das mit Lackbalsam verbinden und du hast eine perfekte Veredelung. Also es ist, wie gesagt, wenn es Edelreis hinhaut und wenn sie die Rinde löst und ich habe nur ein gutes Edelreis, kein Problem. Also es ist auch was fast immer anwächst. Also es ist wirklich eine technisch ganz einwandfreie Veredelung, die was wirklich klasse zu machen ist. Ja. Ich kann dann natürlich dann in eine größere Schnittfläche, umso mehr tue ich rein, auch wenn ich nicht so viel brauche, weil man die Verwallung besser ist. Also die Wundverheilung des Stumpfes ist einfach besser und man schneidet dann wirklich ein Jahr drauf, das weg, was, oder zwei Jahre drauf, das was man nicht braucht und was nicht so schön geboxen ist. Also unbedingt empfehlenswert. Gut, das waren einmal die ganzen vier so Kleingehölze, kann man das nehmen. Man schneidet sind meistens eher so Stämmchen, wie man da hat, und geht her und geht wirklich ganz brutal mit dem Messer, spaltet man einfach das wirklich auf. Also so wie es gesagt, ich habe sowas, glaube ich. Dann sucht man sich bei Wilwieser und so weiter, sucht man sich gleich so ein verzweigtes Astral, ja, dass man gleich eine kleine Krone hat,
Das kann man sogar bei den Rosen machen und geht dann her und macht dann da einfach einen Keil. Ja? Also einfach wirklich einen Spitzmacher. Ja? Diesen Spitz, den kann man dann ganz wild da in dieses Ding rein, da auch wieder so, dass was ausschaut. Man kann dann, wenn man, damit es gleichmäßig ist, also damit es nicht einseitig wird, kann man auf der zweiten Seite ein gleich dickes nur zusätzlich rein, da, sodass man auf dieser Seite auch Verbindung hat. Und das Ganze wird dann ganz einfach jetzt mit dieser Crepe umwickelt und ihr habt ein Ribbisselhochstämmchen, ein Rosenstämmchen. Das ist wirklich eine grundeinfache Veredelungsform, die was hundertprozentig nie hat. Also da braucht man nicht umscheißen oder sonst was. Den guten Panel zum Beispiel. Genau. Auch, ne? Ja. Man kann grundsätzlich fast alles mit dem Panel auch machen, es ist halt ein bisschen Steier für das, das ist das Ding, aber wenn ich auf Nummer sicher, es ist natürlich das, dichtet nur besser, ne? Also aber das meiste reicht wirklich mit dieser Crepe. Also, was braucht man? Diese Unterlage zum Beispiel bei Ribbisseln? Habe ich jetzt gesagt, diese Gold-Johannisbeeren. Die ist optimal, weil die wächst schön gerade. Also normale Ribbisseln, die wächst ein wenig bugler und nicht so stark, die wird nicht so stark. Die Gold-Johannisbeeren macht starke Triebe, die was eben wirklich so stark sind und schön gerade stehen. Ich meine, die ersten Jahre muss es trotzdem stützen, aber das ist die beste Wahl und die lassen sich unheimlich leicht bewurzeln. Ja. Und wenn du es regelmäßig schneidest, hast du jedes Jahr 10 so Steckerl, die was du machen kannst. Also wenn man da einen so einen Stock hat und wir schneiden jedes Jahr unten beim Boden an, dann habe ich jedes Jahr, ja wirklich, das, dann habe ich jetzt Jahr genug so Steckerl und kann jedes Jahr so Ribbisselhochstämmchen machen, da freut sich ja jeder drüber, wenn er die kriegt. Also, oder eben nicht nur Ribbissel, sondern eben Stachelbeer kannst du da aufhängen. Also das lässt sich da. Gleiche Frage für die Rosen, wo die mit alles unterlagen? Da gibt es auch diese Wild-zu-Wild-Rosenarten, die was einen schönen Stimmung, auch die lassen sich leicht bewurzeln. Ja? Also, oder man kauft sie diese Wildrosen, gibt es relativ günstig auch so zum Kaufen, oder man kauft sie. Ja. Das sind mechanische Zangen, das kommt vor allem von Weinbau, das werdet ihr vielleicht eh sogar besser kennen wie bei uns in Oberösterreich. Ganz, ganz wichtig bei diesen ganzen Zangen ist die Desinfektion. Ja, also da haben wir eindeutige Beweise, wenn du die nicht regelmäßig desinfizierst, ja, haben wir 100% Anwachsprobleme. Ja, also da ist nach 100 Veredelungen, wächst nichts mehr an, wenn du das nicht wirklich desinfizierst. Ja, haben wir eben schon gemacht. Die machen Veredelungen sieht man es auch nicht schöner. Ich bin kein Boma. Das ersetzt die Kopulation, also dieses Schrägschneiden mit der Gegenzunge, und das macht so Putzeteile. Ja? Also so einen Omega-Schnitt, ein Putzeteil, und diese Putzeteile, die passen natürlich perfekt zusammen, ja, weil das ja immer derselbe Schnitt ist. Ja? Also diese Veredelung siehst du natürlich, das ist, sagt jetzt jeder, ja, du hast es ja gerade rausgeschnitten, ja, geht natürlich genauso wie bei den anderen Veredelungen, wenn ich das irgendein anderes Reis nehme, auch wenn das jetzt nicht gleich groß ist, ja, also wenn ich jetzt ein dünneres Reis und die dickere Unterlage habe, dann kann es auf einer Seite kann es genauso zusammen, der passt natürlich hundertprozentig zusammen. Die zweite Seite, wie beim anderen, wie wir eh schon gesagt haben, können wir auch da, bleibt dann frei. Ja? Und da habe ich natürlich eine Wachstumsschicht auf Wachstumsschicht, was ganz genau zusammenpasst. Wenn ich das verbinde, das wächst perfekt zusammen. Ja? Wo brauche ich das zum Beispiel? Ich tue an und für sich lieber mit der Hand veredeln, ja, also weil ich fast schneller bin wie mit der Maschine. Aber wo kann ich das gut brauchen? Das ist zum Beispiel, wenn ich Birnen veredeln tue. Ich habe schon gesagt, jede Birne lässt sich mit auf Quitte nicht veredeln, weil die sind gegen sich ein bisschen es gibt Birnen, die sich mit der Quitte nicht vertragen. Und da tut man dann dazwischen eine Gellertsbutterbirne, die vertragt sich sehr gut mit der Quitten. Ja? Dann tut man Gellertsbutterbirne einveredeln. Ein Adapter. Genau, und das ist so ein Adapter, also für das eignet sich das ganz perfekt. Dann nehme ich einen Zentimeter der Gellertsbutterbirne, stecke die auf meine Quitte, ja? Und tue gleichzeitig im selben Jahr, ja, wird da dann oben gleich das Reis von der von
von meiner Birne, die was sie nicht vertraut, zum Beispiel was du im Birnen oder was, wird da drauf da und ich habe dann mehr oder weniger zwei Veredelungen in einem, das wird umwickelt und wächst zusammen. Ja, also dann habe ich diese Unverträglichkeit weg. Lass ich dir zuerst das untere Jahr wachsen oder mache ich das auf einmal? Nein, das mache ich auf einmal. Ich würde jetzt einfach mit dieser Kleid verbunden und ich hab diese, kann diese... Das sind zwei Jahre machen, ne? Ja, diese Kopulation, ich kann halt nur Gleiches auf Gleiches oder fast Gleiches auf Gleiches machen. Aber für Ungeübte oder die, was nicht oft veredeln dann oder Ding, ist es sicher eine ganz gute Sache. Wichtig ist, Desinfizieren nicht vergessen. Diese Zange, mit der man da zum Beispiel ganz gut Augen veredeln kann, das ist sozusagen wie das Chippen oder wie das Eigen. In dem Fall nimmt man von einem Edelreis, aber dann ein schönes Dicks. Hab schon was, danke. Da wird einfach dieses Auge wird da in diesen Adapter da rein da und dieser Adapter, der stanzt mir jetzt da ein Auge raus. Ja, da kriege ich so eine Platte, das ist wie der Chip, kannst du sagen, was ich da habe. Und diesen Chip, also diese Platte, die kann ich dann da bei meinem Obstbaum genauso da rausschneiden und logischerweise passt der natürlich ganz genau, dieses Auge ganz genau in diesen Adapter da rein, sechstes, es wird dann verbunden, bestenfalls mit dem Bodytape auch, also habe ich da im Prinzip genau dasselbe Ding und ich kann da ähnliche Sachen machen wie das Chippen, ja. Wobei ich dazu sagen muss, das Chippen geht fast genauso einfach wie dieses, das mit dem Teil. Die Stange, die brauche ich zum Nussbaum veredeln, also die verwende ich zum Nussbaum veredeln, das ist, man sieht schon, das ist ein bisschen was Gräbers, die macht auch im Großen und Ganzen eine Kopulation, ja, nur halt auf V-Basis, also das wäre zum Beispiel ein Ersatz für die Spalttropfung, ja, also da kann ich, seht ihr, das macht dann so einen V-Schnitt und den kann, der passt man dann natürlich auch schön zusammen, wird dann auch umwickelt und ich habe relativ schnell. Das wäre jetzt so technische Geräte, die was halt so im Handel gibt oder was nicht. Das ist eigentlich die einzige, was interessant ist für den Privatbereich, weil die kostet 30 Euro. Also das kann sich schon mal einer nicht oft veredeln tut, ist das ein gut investiertes Geld oder für Veredeln. Mehr oder weniger erfunden habe und mit dem klingenden Namen Bleistiftspitzer Akkubohrmaschinenveredelung. Ja. Jetzt kann sich natürlich das kein Mensch vorstellen, was man dazu braucht. Ne? Und sage ich euch das übrigens meinen Schülern immer unter strengster Verschwiegenheit. Also das darf natürlich nur im Kreis bleiben, weil ich sage, wenn das mein Veredelungslehrer jemals erfahrt, der lasst mich exkommunizieren und was auch immer, weil der hätte für sowas kein Verständnis. Was braucht man dazu? Einmal gezieltermaßen natürlich einen Bleistiftspitzer. Ganz, ganz wichtig, logischerweise Desinfektionsding, und das ist jetzt nicht Gaudi, sondern das ist meine erste, weil da natürlich ein Ding. Wir nehmen dann unser Edelreis, ja, und ganz, ganz schwierig jetzt, ja, wir brauchen natürlich einen Spitzer, wo das Edelreis nicht perfekt passt. Tatsächlich. Also, es ist kein Spaß, sondern das ist eine Veredelung, die was wirklich funktioniert, ja. Und was tun wir jetzt? Wir spitzen unser Edelreis zu und schaut mal her, was da passiert. Jetzt müsst ihr einmal diese Kambiumschicht da anschauen, das ist ein wenig Licht, aber müsst ihr mal anschauen, wie viel Kambiumschicht das man da freilegt. Ja? Und wie schön, dass man das freilegt. Ja? Also wenn es diese hellgrüne Schicht setzt, durch diesen Regen, die Sache natürlich, wir müssen jetzt den richtigen Bohrer finden. Ja, also das ist jetzt, braucht es natürlich technischen Hausverstand. Der Bohrer muss um ca. einen Millimeter kleiner sein, wie unser Edelreis, also schmäler sein, weil man ja dann ein bisschen den Mikrometer. Genau. Er sollte auch gut schneiden, das dann übrigens meine Bohrer nicht sein, die billigen Baumarktbohrer, so die funktionieren meistens nicht so richtig. Und jetzt suchen wir uns zum Beispiel irgendwo einen Baum, ist ja wurscht, wo mir ein Ast fehlt. Ja, zum Beispiel bei Krone, wo ich drei Äste habe und da fällt mir genau, dass er gleichmäßig ist, fällt mir der Ast. Ja? Und da gehe ich jetzt einfach her mit meiner Akkubohrmaschine, die ist ja natürlich auch desinfiziert, das ist wirklich so. Ja, ist eh klar. Haben wir ja schon gelernt. Und jetzt bohren wir da ein schönes tiefes Loch. Ja? Das kann ohne weiteres unten durchgehen. Das sollte nicht so sein. Also wenn der Bohrer schöner schneidet, dann habe ich das nicht. Also passt da ein bisschen. Also müsste man dann vorsichtig nachschneiden. Wichtig ist, dass wir eben diese Kambiumschicht da freilegen. Ja? Also wenn der Bohrer schön schneidet, habe ich da ein bisschen schönere...
Genau, auf Holzbohrer zum Beispiel. Oder was. Ja. Und jetzt nehme ich mein Edelnäs, ja, stecke das eine, das passt jetzt gerade halt nicht rein, ja, so passt es so zu 10, also dass die Kambiumschicht gerade halt nicht rein geht. Und jetzt klopfe ich das rein, bis dass die Kambiumschicht gerade halt verschwunden ist. Was haben wir jetzt? Wir haben Wachstumsschicht auf Wachstumsschicht. Und was haben wir gelernt? Was brauchen wir? Wir brauchen Wachstumsschicht auf Wachstumsschicht. Ja? Und das Ganze funktioniert, ist natürlich mehrfach erprobt und überhaupt kein Problem. Ein großes Problem habe ich dann noch gehabt. Das erste paar Mal, wie ich es probiert habe, hat sich das ganze Edelreis plötzlich so rausgestülpt. Ja? Weil wir haben es dann verbunden und bin, aber ist dann rausgegangen und es hat ist nicht gescheit zusammengewachsen. Ja? Habe ich festgestellt, wenn das Kambium zum Wachsen anfangen, ja? Durch den Konus hat es weggedruckt, hat es rausgedruckt. Ja? Aber ich bin auch nicht dumm. Ja? Gehst her, nimmst einfach einen Nagel, natürlich einen ohne Kopf, ja? Also das, so dieses Stifterl, was eh jeder kennt. Ja? Nimmst du so einen Stifterl ohne Kopf, da wird dann das Edelreis einfach von hinten, wird dann angenagelt am Baum und ich habe kein Problem mehr mit dem. Das ist jetzt kein Scherz, das funktioniert. Den Nagel aus ist drin. Den Nagel aus ist drin. Das bin ich mit der Kegelsack umgeschnitten. Und den Nagel. Das Nagel. Und das deiner Kegelsack aus. Aber das Nagel hast du jetzt nicht desinfiziert, ne? Das Nagel hast du nicht desinfiziert. Das ist nicht desinfiziert, ne? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Achso, das ist ja genau. Aber gut, und bei so einem großen Stamm funktioniert das auch noch? Funktioniert das auch noch, ja. Das passt nicht mehr. Was nicht mehr? Nein, ich meine, der Nase wird ja ganz schön. Ja, wir müssen das Ganze natürlich auch verbinden, ja, das ist eh ganz klar. Damit es eben nicht irgendwo ein Wasser oder was reinkommt, weil das dauert genauso seine 3 Wochen, bis das Ganze verwachsen ist. Aber im Grunde genommen funktioniert das. Kann man natürlich auch verwenden, damals habe ich es auch erfunden, also habe ich es auch gebraucht für meine Spalier, wo man eben Äste gefüllt haben. Ja. Also dort, wo man. Ist irgendwo ein Ast nicht rausgewachsen, dann habe ich so einen einfach reingemacht. Ne? Und dann habe ich meinen Ast gehabt. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, man kann einen Chip einfädeln. Ja? Also es ist ungefähr dasselbe Ding da, wie halt schon ein kleines Astal und ich hab was da. Je weiter, weiter oben große Kronen ist, habe ich natürlich das Problem, das weiß eh jeder, dass der nicht mehr so gut versorgt wird, dass ich dann Probleme hätte mit dem Weiterwachsen. Da gibt es dann andere Tricks, die man anwenden kann, dass das trotzdem besser wächst, also Rüngen und so weiter. Also, man kann einem dann oben eine 4 cm Rinde nehmen, rundum und um bis auf 1 cm. Ja, dadurch wird der Saft schon gestockt und es kriegt diese Veredelung einmal eine Zeit lang, bis dass das wieder zugewachsen ist, kriegt es einen höheren Druck, ja, oder mehr Versorgung und dadurch wächst es besser weg, aber das sind dann andere Spieler. Wie viele Augen lässt du dran? Wie bei einem normalen Reis. Also das ist, wir müssen zwischen 3 und 4 Augen. Meistens lasse ich das, was mir am schönsten gefällt, weil es weiter wächst. Also eher eins, was nach oben wächst, weil das ist dann ein bisschen bevorzugt. Aber nur wenn der Stamm so dick ist, ja die Rinde relativ stark, da kann ich ihn nicht mehr verbinden mit dem. Aber du musst nur schauen, dass Kambiumschicht auf Kambiumschicht geht. Das andere ist wurscht. Wenn die Rinden recht dick ist, wenn du eine Borke hast, ja, geh her und schneid die Rinden einfach weg. So. Solange bis das so ein Kamm ist. Oder ja, kannst du auch da, aber mit dem Messer, mit der Lippe schneide ich das ein bisschen nach, sodass ich da dazu sehe. Aber es ist nicht zu erwarten, dass ich in so einem dicken Stamm mir da was rein tue. Also wir reden da schon fast immer von Spalierbäumen. Nein, und von solchen Sachen. Nicht, wenn man so einen Rüben nimmt, der hat ja.